Ja, huhu und herzlich willkommen hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute eine Runde Lovecraftesque. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Ja, ein Rollenspiel, das gerade in einem Crowdfunding-Zustand sich noch befindet, zumindest in der deutschen Version. Im Englischen gibt es die, glaube ich, schon zu kaufen, das Ganze. Beim Schmetterting Verlag. Und wenn ihr auf meinen Bot hier irgendwie die ganze Zeit schon mal hört, der hat zumindest einmal, glaube ich, schon mal den Link zum Crowdfunding schon mal dagelassen. Da könnt ihr mal nachgucken und noch ein bisschen Knete dalassen. Ich glaube, seit heute Morgen ist das Ganze fertig gefundet. Und jetzt geht es an die Bonusziele. Da bin ich gespannt, ob wir da noch eins reißen können in den letzten, ich glaube, eine Woche ist es noch in dass das Ganze läuft. Lovecraftesque ist ein Rollenspiel, was ein bisschen anders funktioniert als so das gängige DSA, D&D und Vampire the Masquerade Ding. Ist ein Erzählrollenspiel, was mit wechselnden Rollen, wie ihr hier schon an den schönen Buttons, die ich gemacht habe, sehen könnt. Und wie das Ganze funktioniert, kriegt ihr hoffentlich mit, während wir das Ganze spielen. Wir spielen das alle hier heute zum allerersten Mal und haben als Grundlage den Schnellstarter, den uns die Leute vom Schmetterting Verlag freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben. Und ich bin gespannt, ob wir das alles richtig machen. Wir haben jetzt nicht umsonst 20 Minuten Verspätung, weil wir uns irgendwie alle vorher, wir haben uns um 19 Uhr getroffen und das Ganze ist wirklich nicht sonderlich einfach zu lesen und zu begreifen, wenn man das liest. Ist vielleicht so auch eine Rückmeldung an den Verlag. Es ist schwer zu begreifen, was wir machen sollen. Ja, ich hoffe, wir haben es aber jetzt irgendwie halbwegs auf die Kette gekriegt. Und gucken mal, wie wir starten. Um euch das zu zeigen, wer hier gerade was macht, habe ich diese schönen Buttons, wie gesagt, eingeblendet. Das heißt, ihr wisst immer, wer was machen kann. Und ich blende euch jetzt auch nochmal ganz kurz ein, Erklärkarten, wie sie im Schnellstarter halt abgebildet sind, wo drauf beschrieben ist, was denn diese Rollen auch machen sollen in diesem Spiel. Und zwar starten wir hier mal mit der Erzählerin. Das ist übrigens alles im generischen Femininum, was ich persönlich sehr interessant finde zu lesen. Und ich habe mich eben schon tausendmal dabei erwischt, wie ich da rausschlittere. Das ist für mich als Mann interessant, dieses Erlebnis. So, ja, die Erzählerin hat hier eine Aufgabe, nämlich dem Horror durch atmosphärische und verblüffende Beiträge in Form zu verleihen. Also es ist quasi die klassische Spielleiterin des Systems. Wenn ihr Spielleiter seid zu Hause, dann fühlt ihr euch wahrscheinlich bei dieser Rolle auch wohl. Die Atmosphäre, die Umgebung beschreiben. Und ganz wichtig ist es zu trennen, was die Zeugin macht. Das ist nämlich die einzige Person, die mir als Erzählerin irgendwie nicht großartig kontrollieren können. Das wäre quasi, wenn man in D&D oder DSA Sachen denkt, das wäre dann der Protagonist, die Spieler, was wir jetzt ja hier alle sind. So, die Erzählerin gibt Hinweise nach jeder Szene. Und diese Hinweise sind halt ein Hinweis darauf, was in diesem Szenario, was wir uns jetzt hier gleich alle gemeinsam erschaffen und ausdenken, was da für eine merkwürdige Sache passiert. Und es sollte am Ende einer Szene ganz gut herauskristallisiert sein, was denn der Hinweis ist. Und ansonsten hat man als Erzählerin wohl irgendwie was falsch gemacht. Ja, das kriegen wir aber hoffentlich hin. Ich traue uns das zu. Ja. Dann gibt es, habe ich eben ja schon erwähnt, die Zeugin. Das ist quasi unser Protagonist. Wir haben nur einen Protagonist in diesem Spiel. Zumindest haben wir uns das so gedacht.
Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie vorgesehen ist, dass man das auch mit mehreren Protagonisten spielen könnte, aber im Schnellstarter ist es zumindest nur eins, einer oder einer. Ja, von der Rolle her, die klassische Spielerrolle in einem Spielszenario. Wir haben uns überlegt, die Zeugin, unsere Protagonistin, ist eine Studentin auf Heimaturlaub Anfang 20 namens Biggie Freitag und studiert Literatur und ist eine sehr neugierige Person und hängt unglaublich an ihrer Kette, die sie kaum auszieht und an der ein Ring baumelt, der irgendwann mal ihre Oma gehört hat. Und diejenige Spielerin als erstes heute, Feramin, wird die Zeugin verkörpern und alles, was mit ihr der Zeugin zu tun hat, quasi kontrollieren. Und jetzt fragt ihr euch, was machen denn die anderen drei? Gute Frage. Die sind Beobachterin und die sind dazu da, die Erzählerin zu unterstützen. Zum Beispiel könnte es ja dazu führen, dass irgendwann mal Nichtspielercharaktere vorkommen. Und dann ist es ja völlig langweilig, wenn man das wie in einem klassischen Rollenspiel hat, wenn sich der Spielleiter die ganze Zeit mit sich selber unterhält. Das ist langweilig. In den meisten Fällen. Kann natürlich auch sehr ulkig werden, aber naja. Und hier kann der Erzähler oder die Erzählerin halt anfangen und einer Beobachterin sagen, hier, dieser NPC, das nimmst du jetzt mal und du kontrollierst den jetzt mal für unsere Unterhaltung und tob dich aus. Außerdem hat die Beobachterin die Möglichkeit, die erzählten Dinge der Zeugin und des Erzählers zu vertiefen. Das heißt, wenn die Erzählerin, ihr merkt schon, ich schwanke schon wieder zwischen den Geschlechterbezeichnungen. Wenn die Erzählerin anfängt, einen Baum zu beschreiben zum Beispiel und lässt den Baum dann aber irgendwie links liegen und beschreibt danach irgendwas anderes, aber die Beobachterin hat die Idee, wir müssten diesen Baum eigentlich noch mal viel cooler beschreiben. Da hängen ja zumal, also wir wissen gar nicht, was es für ein Baum ist, dann sage ich hier, dann sagen die Beobachterinnen dann dazu, hey, das ist ein Apfelbaum und da hängen Äpfel dran. Und können somit die Erfahrungen und die Atmosphäre etwas vertiefen. Was die Beobachterin nicht machen sollte, ist selbst das Heft in die Hand nehmen und sich neue Dinge ausdenken und neue Dinge einführen in die Szene, sondern eher so handeln, dass man mit dem, was vorher schon in der Szene definiert wurde, vertiefend agiert und nicht irgendwie anfängt zu sagen, ja, der Baum, der ist aber jetzt nicht mehr da, weil irgendwie Außerirdische oder so. Das wäre dann etwas zu weitgreifend, denn dafür ist die Beobachterin nicht da. Ja, ich hoffe, das ist jetzt klar geworden, was die einzelnen Funktionen hier sind, die wir hier agieren. Also wir haben und in der ersten Szene, die wir gleich spielen werden, wir werden mindestens fünf Szenen erstmal beschreiben. Das heißt, wir wechseln einmal komplett jede Rolle durch und werden heute erleben, was mit Biggie Freitag passiert. Und The Pashut findet Biggie Freitag jetzt schon toll. Das ist okay. Oh, laut Streamtitel spielen wir DSA. Das muss ich jetzt mal schnell ändern. Das ist ein guter Hinweis. Da habe ich überhaupt jetzt in den ganzen Dingen gar nicht drauf geachtet. Wir spielen natürlich kein DSA. Ist ja fürchterlich, dass das da steht. Sofort geändert werden. Unterhaltet mal die Massen, während ich hier ändere. Ihr Beobachterin, mach mal. Guck mal, sie hören nicht auf mich, das ist fürchterlich. Vielleicht wollen wir uns schon mal vorstellen? Ja, genau, das habe ich auch total vergessen. Ich bin total von der Rolle, weil ich irgendwie, dieses System verwirrt mich. Schön, dass es nicht nur uns verwirrt. Haha. Ladies also first. Ja. Pyramin. Man kennt sie. Ich weiß nicht groß, was ich sagen soll.
Ja, hallo erstmal. ich bin der Rerion vom Sternzeichen Skorpion und Selbsthilfegruppe. Hashtag Selbsthilfegruppe für Sternzeichenliebhaber. Okay, wer hat hier alles dasselbe Sternzeichen? Wer spielt alles DSA? Hand hoch. man sieht mich gefühlt jedem dritten Stream. Das ist aber nur eine Illusion. Ich gebe zu, ich bin noch furchtbar verwirrt und schätze, dass ich da vermutlich ein paar Sachen heute total vergeigen werde. Macht nix. Ja. So. Über dir ist die Leopardin. Ne? Hallo, ich bin's, ja. Und last but not least, unter Feramin, neu auf diesem Kanal zu sehen, das eiserne Herz. Erfreut. Ja, schön. Der irgendwie eine furchtbar gruselige Puppe im Hintergrund hat, wo ich die ganze Zeit hingucken muss. Da ist keine Puppe, das ist ein Nackenfell. Nee, weiter hinten. Weiter hinten. Gelbe Haare. Oder eine Maske oder sowas. Das ist die Fallout-Boy-Maske. Ich kann das Lichtverhältnis auch wechseln, aber das passt so. Also, nee, alles gut. Ich sollte Sferamins blauen Augen anpassen. Ja, gut. Bevor wir das jetzt weiter vertiefen, fangen wir an zu spielen. ja, ich darf zuerst Erzählerin sein. Und wir haben uns überlegt, wir spielen im Jahr 2019, also 2019, quasi jetzt. Aber dennoch ein bisschen in der Zukunft, denn es ist Heiligabend, Weihnachten. Weil wir spielen ja im Rahmen des Nerdpol Adventskalenders heute das 14. Türchen. Das heißt, es ist ein bisschen weihnachtlich vielleicht doch angehaucht. Und ja, wir spielen an Heiligabend auf einem Weihnachtsmarkt in Hintertupfingen, Deutschland. Dieser Weihnachtsmarkt ist klein, aber fein. In der Mitte des Stadtzentrums, man hört die üblichen lauten Geräusche der Weihnachtsmarktbesucher. Last Christmas aus den Lautsprechern, obwohl es eigentlich ein mittelalterlicher Weihnachtsmarkt sein soll und die Buden auch so gestaltet sind, dennoch kommt in Deutschland keiner an diesem Weihnachtsklassiker vorbei. Und dieser Weihnachtsmarkt ist zwar klein, aber hat dennoch einiges zu bieten, denn Schausteller haben entschieden, hier auch Fahrgeschäfte aufzustellen und es gibt sogar ein Spiegelkabinett-Bude hier, die zur Belustigung einlädt. Und allgemein jede Menge Fressbuden, wie das halt so ist. Und alt anmutende Handwerkler, die diese Holzbrettchen und sonstiges verkaufen. Es riecht ein bisschen nach Zuckerwatte und Glühwein in einer merkwürdigen Kombination. Vom Teeverkäuferstand herüber kommen noch merkwürdige Gerüche, die sich hier da reinmischen. Es ist kalt. Schnee ist irgendwann mal vor einer Woche gefallen, aber inzwischen ist es nicht mehr so, dass Schnee liegt. Es ist kalt, nass. Alle sind dick eingemummelt. Es ist vielleicht ein bisschen windig sogar. Und alles sehr dezent beleuchtet. Man hat versucht, Neon-Beleuchtung größtenteils hier zu verzichten, sondern versucht das halt mittelalterlich mit etwas dezenterer Beleuchtung an den Buden. Man hat Laternen aufgehängt und Girlanden schmücken die Wege zwischen den Buden. Und eigentlich ist es sehr heimelig und Biggie, Freitag, kommt aus dieser Stadt.
aus Hintertupfingen und ist auf Heimaturlaub. Natürlich an Weihnachten kehrt man nach Hause zurück. Eigentlich studiert sie und schlendert über diesen Weihnachtsmarkt. Und ich als Erzählerin habe jetzt natürlich auch überhaupt gar keine Ahnung, warum Biggie überhaupt an Heiligabend über den Weihnachtsmarkt noch läuft. Und das kann sie euch ja mal selber erzählen. Biggie läuft an Heiligabend über den Weihnachtsmarkt, weil ihre Mutter zu Hause schon wieder am völligen Durchdrehen ist mit den Weihnachtsvorbereitungen und was noch alles getan werden muss. Und helfen lassen will sie sich aber auch nicht. Und dann hat Biggie gedacht, ja, komm, weißt du was, lass die Alte spinnen und geh mal lieber Glühwein trinken. Und vielleicht hat mit ein paar Freundinnen geschrieben, vielleicht kommen die anderen auch noch dazu. Also, dass man sich so alle, bevor es dann endlich zur Bescherung und zum Essen geht, noch auf den Glühwein mit ein, zwei Schulfreunden, Alten trifft. Und wie gesagt, die Eltern sollen sich mal zoffen. Der kleine Bruder dreht auch völlig rund. Und deshalb hat sie beschlossen, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Und vielleicht fällt ihr da auch noch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk für entfernte Verwandte in die Hände. So irgend so ein Nippes, den man halt, dass man einfach was hat. Weil sonst gibt es ja dann auch wieder Zoff, wenn man, ach, und du denkst gar nicht an mich und ich schicke dir doch immer Geld für dein Studium. Und von daher Glühwein in der Hand und noch ein bisschen schlendern, ob es noch irgendwie einen Kitsch gibt, der sich mit den restlichen Kröten, die im Portemonnaie sind, irgendwie finanzieren lässt. Ja, schlenderst du von Schausteller zu Schausteller, von Bude zu Bude und trotzt ein bisschen den Witterungsverhältnissen. Nach was gelüstet es dich denn als erstes? Also wo darauf, also du hast ja gesagt, du suchst irgendwie Weihnachtsgeschenke, das heißt, du wirst die Fressbuden wohl außer Acht lassen und erstmal gucken, dass du an diesen Handwerkerbuden vielleicht etwas bekommen kannst, oder habe ich das gerade falsch verstanden? Ja, da gab es, in den letzten Jahren gab es da immer so einen Stand, der hatte so aus Keramik und Glasperlen und so Christbaumanhänger, die eigentlich gar nicht mal so furchtbar, also ja, schon irgendwo Nippes, aber wenigstens geschmackvoller Nippes. Ich denke, der erste Stand, an dem du kommst, ist so das übliche Kerzenguss-Lagerchen, wo diese aus feinem Holz gesägten Weihnachtsbögen zu kaufen sind, zusammen mit Original-Bienenwachskerzen. Ganz typisches Fachhandwerk. Die Preise sind natürlich maßlos überteuert. Für China-Ware auf jeden Fall, ja. Der Stand daneben scheint schon etwas erfolgsversprechender. Das handelt sich um einen, nennen wir ihn, Dritte-Welt-Schmuckladen. Dort gibt es allerlei Nippes, wie zum Beispiel diese Nuss-Muschel-Armbänder, die so klappern, wenn man sie schüttelt. Es gibt diverse Ringe, teilweise aus Holz, aus vermutlich Knochenmaterial. Ich lass einfach mal fortfahren. Wo zieht es dich hin? Ja, dann schon eher an den, also diese Schwibbögen. Erstmal kann ich die nicht bezahlen, wenn ich so mal reingucke, weil ich möchte nachher auch noch einen Glühwein trinken und das wird dann ein bisschen eng. Und aber da, wo diese Armbänder und die Ringe und so, das sieht doch, ja, sieht doch mal ganz vielversprechend aus. Der etwas dickliche Verkäufer in dieser kleinen Bude ist auch der engagierteste Verkäufer auf diesem Weihnachtsmarkt, was man lautstark an seiner Stimme hört, die er in marktschreierischer Manier nach draußen brüllt. Und vielleicht übernimmt der Rerion den mal kurz und beschreibt uns, wie der in marktschreierischer Manier seine Waren anpreist. Ihr lieben Leute von nah und fern, kommt und seht die wunderbaren Waren, die ich in meiner Auslage habe. Perlen aus Ägypten, wunderbare Holzschnitzereien aus dem fernen Nigeria. Und dies, ist das vielleicht Aladins Wunderlampe? Wer weiß. Reibt dran und euch wird bestimmt ein Wunsch erfüllt werden. Ja. Ich nehme mal kurz mein Telefon in die Hand und mache die Musik lauter, dass ich den nicht so rumbrüllen höre. Ja, es hilft. Bluetooth-Kopfhörer unter der Bommelmütze sind echt was Feines. Es hilft für den ersten Augenblick. Aber
Dieser Mann lässt nicht locker, denn er scheint aufgrund der Tatsache, dass gerade an seinem Stand sehr wenig los ist und er irgendwie das Bedürfnis hat, doch noch ein paar Sachen zu verkaufen, scheint er gerade unsere gute Biggie ausgesucht zu haben, um seine Waren dann doch noch an den Mann zu bringen. Vielleicht hast du ein paar Sekunden zu lange auf irgendeine Auslage gestarrt und er hat das direkt dieses Interesse, diesen Funken von Interesse wahrgenommen und kommt nun auf dich zu und Ririon sagt, könntest ja mal schreiben, wie du versuchst, ihn darüber etwas genauer anzupreisen. Ja, ich bin dabei, da sind doch oft so Schälchen, wo dann aller mögliche so Zeug drin liegt. Ich kram da gerade mal so ein bisschen drin rum. Und junge Frau, ich erkenne sofort den Kennerblick. Sie haben ein Auge für Schmuck und sie haben... Hä? Sie haben ein Auge für Schmuck und für echte Handwerksarbeit. Und als er so bemerkt, dass du nicht richtig hörst, wird er noch ein bisschen lauter. Ich will das jetzt den Zuhörern nicht antun. Sonst fliegen dir noch die Ohren weg. Was suchen Sie denn speziell? Ich bin sicher, ich habe etwas in meinem weitreichenden Sortiment anzubieten, was jeden zufrieden stellt. Ich schaue mich erstmal nur um, Dankeschön. Aber ich will erstmal nur gucken. Wie wäre es denn mit dieser wunderbaren Holzkiste, mit dieser wunderbaren Schlangenschnitzerei? Nehm die mal in die Hand und guck sie mir an. Da ist eine Holzkiste mit einer stilisierten Schlange. Und also wenn du die bewegst, fängt es an, ein bisschen zu rasseln da drin. Das sind echte Klapperschlangenschuppen? Nicht ganz das, was ich suche. Ich glaube nicht, dass meine Tante sich über so etwas freuen würde. Ah, für die werte Frau Tante! Ja. Da fällt. Was haben wir denn da? Ich ziehe noch mal kurz mein Handy raus und schreibe mal hier in die WhatsApp-Gruppe mit meinen Schulfreunden so: Ey, Leute, könnt ihr euch mal beeilen oder wenigstens Bescheid sagen, wann ihr ungefähr kommt? Verzweifelt tippst du irgendwie in das Handy rein und während unser Schausteller seinerseits verzweifelt versucht, noch irgendwas in seiner Auslage zu finden, was für die Tante noch von Belang sein könnte. Und Leopardin, beschreib doch mal, was er findet in der Auslage. Was er findet in seiner Auslage, was er wohl denkt, was noch passen könnte. Was hat er denn da noch irgendwie? Ja, er kramt halt da ewig so rum und denkt, ah, oh, Tante, Tante, irgendwie und kramt da irgendwie rum zwischen irgendwelchen Kettchen und schaut nochmal so kurz rüber zu den Ohrhängern mit ganz viel Flitterkram und dann denkt er, vielleicht doch ein bisschen zu jugendlich, Tante, und guckt nochmal zur Frau rüber, versucht so ein bisschen zu schätzen, naja, so, na, wenn sie die jüngere Tante ist, dann vielleicht so, ja, Mitte 40, Ende 40, so. Ja, aber wenn sie jetzt älter ist als die Eltern von der jungen Dame, dann könnte sie auch, nicht zu bunt, nicht zu jugendlich. Er sucht was so ein bisschen Silberschmuckarbeiten ist und guckt da so ein bisschen, was er dann da hat und findet auch tatsächlich ein Armband oder mehrere Armbänder, die von einer ähnlichen Machart sind, die so mit kleinen Gliedern sind und ein bisschen sowas rein ziseliert, aber so ein bisschen Wirbel und kleine Kreise und sowas, nicht so aufdringlich, aber so dezenter, silbergehaltener Schmuck. Und kommt damit nochmal wieder um die Ecke. Hält das ganz aufgeregt irgendwie in seiner flachen Hand unserer guten Biggie vor die Nase, die immer noch versucht, in ihrem Handy ihre WhatsApp-Gruppe zu erreichen. Und es kommen irgendwie so die ersten Antworten so, wir sind noch beim Vorbereiten irgendwie, weißt du noch? Und dann kommt irgendwie eine andere Nachricht, weißt du, wo es irgendwie günstig Weihnachtsbäume gibt? Irgendwie, wir brauchen dringend noch einen. Es kann echt noch dauern, sorry, was wir dich jetzt hier so hängen lassen und so. Und dein Blick geht ein bisschen genervt von dem Handy weg auf die flache Hand des Budenbesitzers und du siehst dieses Armband. Und weniger das Armband
fasst deinen Blick irgendwie so, das, dein Blick bleibt heften daran, dass du in einem von diesen einzelnen Gliedern, die ja mit Mustern verziert sind, ein Muster wiedererkennst. Eins, was dir sehr bekannt vorkommt. Und hier würde ich die Szene schon beenden wollen als Hinweis. Dann das Wiedererkennen eines dir sehr bekannten Musters. Und mal schauen, was das dann beim nächsten Mal ist. So, wir notieren uns jetzt alle den Hinweis, der gegeben wurde. Und alle Spieler versuchen jetzt für sich selbst, ohne das irgendjemand anderen zu zeigen oder irgendwas irgendwie Kunst zu tun, aufzuschreiben, was hier nicht stimmen könnte. Also ihre eigenen Ideen zu formulieren, was passiert hier gerade. Und können das ja am Ende der Session ja vielleicht auch mal vortragen. Das ist mal ganz interessant, glaube ich, dann zu sehen, wie sich die Gedanken von Szene zu Szene ändern. Bin mal gespannt. Während ihr dann noch so schreibt und überlegt, kann ich schon mal anfangen und unsere Button ein bisschen hin und her schieben. Für die zweite Szene wechseln nämlich jetzt die Rollen einmal durch. Und die Erzählerin geht zu meiner Rechten, zu Feramin rüber. Die Zeugin geht einmal zum Eisernen Herz. Und ich krieg einen Beobachterinnen-Button. Übrigens, ich habe eben gesehen, es sind Leute vom Verlag irgendwie im Chat. Irgendwie, falls wir irgendwas so komplett falsch interpretieren oder falsch machen, könnt ihr gerne reinschreiben und uns verbessern. Das wäre dann ganz nützlich, glaube ich. Wir lernen ja auch noch. Gibt es dann das Startsignal, wenn es weitergeht, oder? Ja, die Feramin ist ja die Erzählerin, das heißt, sie wird dann starten, wenn sie meint, sie ist soweit. Müssen wir mal hier nochmal extra Zettel machen für die angesprochenen Sachen. Ja, das ist, glaube ich, durchaus mal wieder etwas, wo man wirklich Zettel auf dem Tisch braucht. Das heißt Pen and Paper. Ja. Nomen est omen. Ich glaube, es ist auch am Tisch irgendwie wesentlich einfacher, wenn man dann diese Button halt irgendwie als Karten irgendwie Tokens rumreichen kann oder sowas, ja. Und man das auch ganz, also die ganzen Sachen hier alle auf Karteikärtchen schreiben kann. Ja. Habt ihr alle eure voreiligen Schlüsse gezogen? Bevor ich jetzt irgendwie hier weiter laber. Ich bin noch am Tippen, aber ich hab's gleich. Nö. Muss mir ja noch kurz überlegen, was ich mit der Vorlage mache. Leopardin hat schon ein ganzes Buch darüber sich ausgedacht. Demnächst in ihrem Buchhandel der neue Roman von Leopardin 202. Bonus-Content zu One-Shots. Ja, laber mal. Jetzt musste ich hier gerade echt erstmal kurz in meine eigene Literaturkenntnis kramen, woher denn so eine Literaturwissenschaftsstudentin so einen Kram kennen könnte. Also bitte, ich habe da jetzt was Abgefahrenes gefunden. Ihr werdet euch wundern. Ich bin fertig. Okay. Das Gute ist, du bist hier noch lange nicht Erzähler. Das heißt, es kann auch dauern. Ja, okay. Vicky, du hast dieses Muster wiedererkannt. Was möchtest du denn jetzt machen? Wie möchtest du denn jetzt darauf reagieren? Ich meine, ich hätte das Handy noch nicht weggesteckt. Ich tue mal das Handy erstmal in die Tasche stecken. Offensichtlich werde ich ja sowieso wieder versetzt. Und betrachte dieses Armband tatsächlich etwas genauer. Versuche bestmöglich den aufdringlichen Verkäufer zu ignorieren und würde es vielleicht sogar mal kurz in die Hand nehmen,
so in meine Musik und Gedanken versunken. Ich bin verloren. Und mit dem und mit den Fingern vielleicht einfach mal dieses Muster nachfahren. Ob das in mir irgendwas auslöst. Ich glaube, es hat. Es ist irgendeine Kindheitserinnerung. Also ich habe das schon mal gesehen. Es ist wie diese typischen Dinge, die man einfach sieht und die einen sofort in seinen Bann ziehen. Dann gucke ich irgendwie den Händler an, nehme mal einen Stöpsel raus. Was soll das kosten? Der Händler? Was möchte er dafür haben? Die Kundin scheint Interesse zu haben. Also das Lächeln wird noch viel breiter, als es vorher schon der Fall war. Du hast jetzt eine ungeteilte Aufmerksamkeit. Andere Kunden gibt es nicht mehr. Gibt es sowieso nicht, aber. Eben sind eh keine am Stand. Oh, es scheint, als wäre Ihnen das bekannt. Es scheint mir fast so, als würde es nach Ihnen rufen. Ja. Sie versucht einfach mal das etwas geringschätzig so in der Hand zu wenden, um jetzt nicht das völlige Interesse zu suggerieren und vielleicht den Preis noch drücken zu können. Wo haben Sie das her? Was soll das darstellen? Ah, ich darf meine Quelle nicht alle verraten, wissen Sie, aber ich kann für Sie ja vielleicht eine Ausnahme machen. Wurde mir von einem Freund übergeben. Ein Freund, der jemanden kennt, der wieder jemanden kennt und der mal Kontakte hatte. Ein guter Mann, ich glaube, Sie versuchen hier mir ein Wunder aus tausend einer Nacht aufzuschwatzen. Das haben Sie gesagt. Er grinst sehr breit. Aber sagen wir, da ich dieses Strahl in Ihren Augen gesehen habe, es ist wie, als Ali Baba die Höhle gefunden hat. So strahlen Ihre Augen. Und Sesam öffnet mein Portemonnaie, oder? Sagen wir 15 Euro. Oh. Guter Mann, ich bin nur eine arme Studentin. Ich habe doch kein Geld. Sie möchten mich doch sicherlich nicht ruinieren. Da können wir doch bestimmt noch was machen. Ich meine, ja, es ist nett, aber ich müsste jetzt auch erstmal überlegen, wem ich das schenke. Ich meine, Sie müssen verstehen, ich habe jetzt noch einige Verwandte zu beschenken. Ja, wenn Sie natürlich mehrere wunderbare Stücke aus meiner Sammlung kaufen, können wir da auch bestimmt noch etwas an der Gesamtmenge drehen. Er reibt sich auch so gewissenhaft die Hände. Sie reibt sich kurz die Nasenwurzel. So war das eigentlich nicht gemeint. Guter Mann, ich treffe mich gleich noch mit meinen Mädels. Wir wollen noch was trinken gehen und 5 Euro. 5 Euro! Sie legt ihr charmantestes, armes Studentinnen-Lächeln auf. Mit großen Augen. Naja, blick dich mal so wieder an seinem leeren Stand um. Du würdest den Benachrichtigungston von WhatsApp hören aus deiner Tasche. Oh, das heißt, dass ich gleich weg muss. Sie nimmt das Telefon raus und würde einfach mal so tun, als ja, oh, sie kommen gleich. Guter Mann. Ist bloß eine weitere Absage, dass es noch mal ein paar Minuten länger dauert. Der Blick geht nach links, der Blick geht nach rechts, der Blick geht wieder auf den Verkäufer, sie schickt das Telefon wieder weg. 10 Euro, damit mache ich schon wirklich großen Verlust. Guter Mann, ich hab doch kein Geld, sagen wir 8. Na, aber junge Frau, wenn Sie noch trinken gehen wollen, haben Sie doch genug Geld. Das reicht ja gerade mal für einen Glühwein. Dann sollten Sie ihn schön langsam trinken. Nein, aber dann ist es mein letztes Wort. Ich muss wirklich auch gleich los. Nein! Zeit noch, das zu verhandeln. Blickt sich wieder um.
Und sie erzählen ihren Freunden von mir. Was für großartige Ware ich habe. Natürlich, ich schicke die alle vorbei. Du mustert dich. Das ist gut so. Schaut noch mal auf das Kleine. Du hörst schon wieder dein Handy. Oh, das ich muss gleich los. Entscheiden Sie sich jetzt. Dann lächelt er. Also, ist nicht so extrem jovial, wie es die ganze Zeit war, sondern fast schon irgendwie. Also das Lächeln ist ein bisschen anders geworden. Und er nickt. Gut, 9 Euro. Sehr gut. Sie holt ihr Portemonnaie raus. Ein 20er, können Sie wechseln? Da muss ich nachsehen. Sie macht diesen entschuldigenden, ich habe gelogen oder erwischt Blick. Ja, der Glühwein wird jedes Jahr teurer. Er nimmt so den 20er mit so einem richtig angefressenen Gesichtsausdruck. Dein Handy macht sich schon wieder bemerkbar. Akku leer. Telefon guckt noch einmal drauf. Das ist eine Nachricht von deiner Mutter. Sie fragt, wo du gerade bist. Sie postet kurz zurück. Stehe hier gerade an einem Stand. Habe einen Händler über den Tisch gezogen. Komme, brauchst du Hilfe? Fragezeichen. Schick das Telefon wieder weg. Ja. Man hört ihn so irgendwie so ein bisschen grummeln, als er so abzählt. Kling, klung, kling, kling. Ich hab's leider nur sehr klein. Naja, das wird schon gehen. Dann fühlt sich meine Geldbörse endlich mal wieder dick an. Kommt, er beugt sich dann so über den Tisch und du kriegst so eine ganze Batterie an 50-Cent-Stücken in die Hand geklatscht. Schade, dein Telefon klingelt. Habe. Das ist der Klingelton, den du deiner Mutter zugeordnet hast. So ein richtig ätzender, nerviger. Ich versuche das Klingel so schnell wie möglich zu verstauen und pack das in meine Tasche, um dann wieder nach Handy zu greifen. Einen schönen Abend noch. Frohes Fest. Ich gehe ans Telefon. Ja, Mama? Ja, Maike? Leopardin? Was will Ihre Mutter? Ach so. Ach, Schatz, wo bist denn du jetzt gerade genau unterwegs? Ich bin hier gerade in der Süffelgasse. Ah, okay. Ja, weißt du, mir ist da jetzt gerade so ein bisschen... Ah, so ein Missgeschick. Du bist doch da, da ist doch auch gleich der Kaufhof da ganz in der Nähe, oder? Sie kommt also, kurz rüber, sieht das große Schild wahrscheinlich. Ja, also würdest du für mich nochmal eben in die Feinkostabteilung gehen und da noch ein bisschen was besorgen für das Essen? Mir ist da wirklich ein ganz dummes, ich will es gar nicht, aber... Also wir brauchen also so ein bisschen, so ein paar kleine Häppchen für vorm Essen, so, nicht? Ja, ich habe ja hoffentlich noch, habe ja noch ein bisschen Geld jetzt bekommen. Ja, du kriegst ja nachher wieder, aber bitte, bitte, und nicht so kleinlich. Also das soll ja nicht nachher aussehen, als hätten wir nicht genug. Was, ne? Genau, also was genau willst du denn haben? Ja, so wie immer, ne? So ein paar kleine, so ein bisschen was zum Schnabulieren einfach, dass man so eben so, während man wartet, dass ich dann nachher die Suppe und so, das ist ja immer so ein Stress, dann alles gleichzeitig warm zu kriegen und sowas, dass man eben so ein bisschen was schnabulieren kann zwischendurch. Guck doch mal, du weißt doch, was wir da immer so haben. Such dir doch da was Schönes aus und was du gerne magst und so. Und dann aber, ne, so ein bisschen, kleine Auswahl von allem, ein bisschen was. Mama, beruhig dich. Du bist nicht mehr die Jüngste. Was soll das denn jetzt heißen? Was soll denn bitte das heißen? Ja, nicht, dass du mir vom Tannenbaum fällst. Als ob ich jetzt was mit der Tannenbaumschmücken zu tun habe. Also irgendwas hat ja dein Vater wohl auch nochmal zu tun. Den habe ich schon ewig nicht mehr aus dem Wohnzimmer. Der Empfang wurde gerade. Den habe ich ja schon ewig nicht mehr aus dem Wohnzimmer. Ich habe das Gefühl, dass Biggies Weihnachtsgeld gerade irgendwie ein bisschen kleiner wurde. Der Amazon-Gutschein wird wieder weggelegt vom Geschenkpapier. Sie regt sich immer so auf. Ja, Biggie spaziert rüber in
den Kaufhof. Es ist vermutlich brechend voll, oder? Schreibt das sagt auch uns Koali, wie voll es in dem Kaufhof ist, was sich da gerade für Szenen abspielen am Heiligabend. Also es ist Heiligabend, es sind noch ein paar Schnäppchenjäger auf dem Weg, die sich da um so einen Grabbeltisch herumpostiert haben und tatsächlich siehst du gerade irgendwie einen Mann und eine Frau, die sich um so ein Plüschtier gerade irgendwie so, ich habe das zuerst gesehen, meine Tochter braucht es aber dringender. Und es gehen ziemlich merkwürdige Szenen gerade ab zwischen den Besuchern. Allerdings hörst du auch hier wieder aus den Lautsprechern ziemlich eklige Weihnachtsmusik, die der Chat jetzt nicht ausgesungen haben möchte. Und es ist alles grell und gegenüber von dem Weihnachtsmarkt, der ja mit der Beleuchtung irgendwie ein bisschen dezent war, ist es hier im Kaufhof alles grell und Neon und überall Glitzer und es ist irgendwie so ein bisschen so Augenkrebs, wenn man gerade von diesem Weihnachtsmarkt herüberkommt und irgendwie da reingeht, schaust dich um und in ja diese Feinkostabteilung ist irgendwie ganz hinten, musst also alle einmal komplett irgendwie vorbei an allem. Aber bis auf den großen Grabbeltisch, wo die Leute halt gerade irgendwie drumstehen und sich irgendwie um diese ganz billigen Sachen irgendwie gerade das Prügeln scheinen, wenn du mal an denen vorbei bist, ist da gar nicht mehr so viel los. Also das ist alles hell und ekelhaft kaltes Licht durchflutet, aber einmal an diesen Leuten vorbei ist es schon fast ein bisschen einsam hier hinten. So. Gut, also es dauert wahrscheinlich 1-2 Sekunden, ehe mein Gehirn die Reizüberflutung überwunden hat und sich die Augen an das grelle Licht gewöhnt haben, was wahrscheinlich doch eher einen stechenden Schmerz im Sehnerv verursacht hat. Man kämpft sich so durch und versucht nicht zwischen die Fronten der sich Drangsalierenden zu geraten. Ich gehe nach hinten durch und versuche mir erst einmal einen groben Überblick zu verschaffen, was ich denn da jetzt eigentlich wählen könnte. Naja, du kennst ja deine Mutter ein bisschen und weißt ja, da hinten in dieser Feinkostabteilung haben sie immer so hübsche kleine Sachen, die man eigentlich nur noch aus der Verpackung nehmen und auf ein Tellerchen legen muss, so ein bisschen in Richtung Antipasti und so Zeug und nimmst da einfach eine Schachtel mit und machst dich auf den Weg zur Kasse. Gut, ich versuche also eine kulturell wertvolle Auswahl an Häppchen mit mir zu führen und hoffe, jetzt nicht angerempelt zu werden. Ja, wie gesagt, die Leute schlägern sich hauptsächlich da vorne um bei den Spielsachen und bei den Geschenken, weil die meisten haben das Essen eh schon gekauft. Und ja, du kommst zur Kasse durch, ohne dass dich jemand umnietet, weil du hast ja keine potenziell interessante Beute in den Händen. Also. Während ich so gedankenverloren mich nach vorne zur Kasse bewege, versuche ich mich noch einmal krampfhaft daran zu erinnern, wo ich dieses Muster schon mal gesehen habe. Es will mir nicht so richtig einfallen, aber vielleicht ist es ja manchmal so, dass so gewisse Reize es ja auslösen. Ich gehe also vor an die Kasse, packe die ersten Dinge aufs Band und prüfe, ob ich das in meine Tasche kriege. Stelle fest, es ist vielleicht nicht so klug, wenn das irgendwie ausläuft, und lege noch eine Papiertüte aufs Band. Zahlst du bar oder mit Karte? Ich habe viele 50-Cent-Stücken, die ich versuchen könnte, jetzt wieder groß zu machen mit einem gewinnbringenden Lächeln. 11 Euro werden da aber nicht so wirklich ausreichen für deine Einkäufe. Teure Antipasti. Sie seufzt kurz. Mit Karte. Ich brauche aber eine Quittung. sie packt wehmütig ihre Hard am Limit-Karte hin. Ja, die Kassiererin nimmt die Karte und in dem Moment, wo sie die Karte durchzieht, hörst du irgendwie auf einmal so einen komischen Brummton. Also du hörst ihn nicht wirklich, du spürst es eher, so ein Brummen. Und damit beenden wir die Szene dann. Gut. Hm.
Dann ist Eisernes Herz jetzt die Erzählerin und Dererion die Zeugin. Noch ganz kurz, gibt es noch irgendwelche Persönlichkeitsmerkmale für Biggie, die wir aus den letzten zwei Szenen hinzufügen könnten? Verhandlungsgeschick. Verhandlungsgeschick. Und chronisch Pleite wahrscheinlich. Chronisch Pleite, ja, das passt auf jeden Gute Fall. Gute Lügnerin. Ja. Gut, alle soweit? Mhm. Als unsere Biggie den Kaufhof verlässt, ist das Erste, was ihr auffällt, dass ein leichter Schneefall eingesetzt hat, was die eigentliche Stimmung doch eines Weihnachtsmarktes unterstreicht. Sie blickt sich kurz um vermutlich und versucht sich zu orientieren und sieht ihren kleinen Bruder vorbeirennen. Namen hatten wir dem noch nicht gegeben, ne? Nee. Kevin? Kevin. Ja, ist auch von mir Biggie und Kevin. Die Familie. Ja. Shame on the mama. Kevin, was machst du denn hier? Beobachterin Leopard. Ja, pardon. Bitte. Ach, du bist auch hier. Ja, ich habe noch nicht so alle Geschenke zusammen. Du hast noch nicht alle Geschenke zusammen. Ja, weißt du, das kam ein bisschen anders jetzt als ursprünglich gedacht. Aha. Was fehlt denn noch? Für wen fehlt denn was noch? Ich brauche noch irgendwas Schönes für Mama. Da hattest du aber eigentlich genug Zeit, oder? Ja, pass mal auf, das war so nämlich, ich hatte was total Schönes. Aha. Ich hatte nämlich so richtig toll so eine tolle Decke besorgt. Weißt du, so eine ganz hübsche mit so einem ganz tollen Muster. Und ich dachte, das ist bestimmt so für gemütliche Stunden und so und zum Kuscheln und für so, auch weil die auch immer kalt ist und so, weißt du? Habe ich gedacht, wäre total gut für Mama. Aber jetzt habe ich da... Nee, das geht dich eigentlich nicht an. Aber jedenfalls habe ich die nicht mehr und jetzt brauche ich was anderes. Während ihr so am Reden seid, drängt sich jemand aus dem Kaufhof, von dem, dessen Toren du immer noch mehr oder weniger stehst, an dir vorbei und rempelt dich ein wenig an. Quali. Ey Mädchen, mach mal Platz hier. Entschuldigung? Geht's noch? Die Straße gehört nicht allein in dir, weißt du. Ja, man könnte auch drumrum gehen. Ja, hab ich ja versucht. Also so dick bin ich auch wieder nicht. Das stimmt. Eigentlich voll korrekt. Eieieiei. Ich klapp schnell mein Handy auf. Bitte holt mich hier raus. Ausrufezeichen. Als du gerade das Handy herausholen möchtest, stellst du fest, es ist nicht mehr da. Plötzlich kriegt ein gewisser junger Mann Panik. Er hatte wohl nicht darauf bedacht, dass sie das so schnell mitkriegen würde. Ich muss jetzt zum Dönerladen. Tschüss. Ey, Moment mal! Ja, der Mann rennt sofort los. Du machst keinen diesen Wink ab und dann mit der haltet ihn, er hat mein Handy geklaut! Ja, der junge Mann verschwindet in einer Gasse, während sich die durch den Ruf alarmierten Passanten einfach nur umdrehen, aber keiner scheint so wirklich Ambitionen zu haben, dem jetzt hinterher zu rennen. Ich glaube, ich sollte mal wieder Zivilcourage bloggen.
gibt halt keine Gentlemen mehr. Ja, ich renne da erstmal hinterher und ja, du lässt also deinen kleinen Bruder da mehr oder weniger stehen. Er wirkt etwas irritiert, rennt noch so die ersten Meter hinter dir her. Es hat, seine Beine sind wesentlich kleiner als deine, weswegen du deutlich schneller als er bist. In dieser Gasse siehst du noch, wie ein Schatten um eine Ecke huscht. Es ist eine dieser üblichen Fachhandwerksgassen, die sehr klein, sehr schmal sind. Und ja, ein wenig bröckelnder Putz liegt bereits unten auf der Straße. Das sind diese typischen Kopfsteinpflasterwege, sehr schmal, wie gesagt, mit dieser üblichen Gossenrinne, wie man sie aus dem Mittelalter kennt. Ja, da werde ich dann jetzt aber doch mal langsamer, weil ich, also ein bisschen mulmig wird mir da jetzt schon nicht, dass da vielleicht mehrere Leute jetzt stehen. Also ich würde da dann einfach erstmal vorsichtig dann um die Ecke luken. Als du um die Ecke lugst, siehst du, wie dieser Schatten oder eine Person aus dieser Gasse führend einen Weg nach oben rennt. Diese Straße führt zum Jagdschloss. Das ist dir relativ bekannt und du kennst vielleicht sogar eine Abkürzung. Das wäre, glaube ich, noch eine schöne Idee, wenn wir jetzt wechseln wollen. Oder ist das noch zu früh? Was ist der Hinweis? Das Jagdschloss? Das ist eine gute Frage. Du siehst einen Stern über dem Jagdschloss, der sehr auffällig ist. Stern über Bethlehem. Über uns zum Jagdschloss hin. Impulsiv fände ich, glaube ich, ganz gut. Als weitere Eigenschaft. Oder? Was denkt ihr? Ja. Pragmatisch, würde ich jetzt eher sagen. Wie die Mutter, so die Tochter. Wahrscheinlich, oder pragmatisch, ja. Ja, sie ist halt so einfach hinterher zu rennen, ist halt schon mutig. Durch so eine oder impulsiv. Hallo, es ist das neueste iPhone wahrscheinlich. Da würde jeder rennen. Nein, ich möchte jetzt keine Klischees auffahren. Ah, stimmt, an den Hinweis hatte ich jetzt schon gar nicht mehr gedacht. Das geht immer so unter. Man denkt immer so szenisch irgendwie, ne? Es ist auch kein einfacher, finde ich. Es muss ja auch kein großer Hinweis sein oder kein direkt offensichtlicher in dem Sinne. Ne? Das ist halt. Ja, vielleicht spielen die noch ineinander die Hinweise, dass man irgendwie, dass das irgendwie noch vielleicht mit einem anderen Hinweis korreliert oder so. Ich fände es halt zum Beispiel nicht schlecht. Wobei, nein, keine Schlussfolgerung. Das ist jetzt genau. Nein. Boah, ey, schwer. Inwieweit darf man denn auf vorhandene Hinweise schon aufbauen, wäre jetzt halt die Frage, ne? Wenn man zum Beispiel dieses Muster halt nimmt oder. Klar, ja, kannst aber du als Erzähler aufbauen. Hast du doch, als Erzählerin, hast du alle Freiheiten. Ja, genau. Das ist ja der Reiz an der Rolle. Ne, die Frage ist halt, darf ich jetzt zum Beispiel Koalis Hinweis nehmen? Klar. Und kann halt sagen, ich möchte auf diesem Hinweis zum Beispiel diesen Stern einfügen, dass halt wie so eine Sternabbildung drauf ist, ja, klar. Zum Beispiel. Das Muster war ja nicht beschrieben und du bist für die Beschreibung der Szene in der Rolle zuständig. Dann ist das ein Sternmuster. Dann haben wir eine schöne Verbindung. Macht's nicht einfacher. Ja.
Okay. Ich habe drei Ideen. Mal gucken, was gleich funktioniert. Du bist Erzähler, von daher. Die gerade kurz ausgestiegen. Ist irgendwie habe ich Probleme mit Skype. Immer einmal in jeder Spielrunde schmeißt er mich komplett raus. Das die ist Sau. Mindestens einmal. Aber Sabotage. Das, ja, wirklich. Arsch. Sag's mit ruhig. Ohren. Das ist bestimmt die NSA. Die will nicht, dass wir hier spielen. Ja, genau. Die boykottiert das, dass wir kein Weihnachtsgeschenk für Mutti haben. Genau. Da kennen die nicht. Wieso? Dein Bruder hat keins. Ja, stimmt. Oder wir haben zu häufig das Lied angestimmt. Das ist auch schon strafbar. Ja, Shamasa geht jetzt schon, deswegen. Also. Ja, es ist, wenn es die Bürgersteige hochgeklappt. Ja, ich hab was, aber naja, bin nicht zufrieden damit. Ja, ich hab, wie gesagt, deswegen habe ich gerade mehrere Ideen. Mal gucken, welche ich mich gleich verstricke. Ja. Du kennst eine Abkürzung zu diesem Jagdschloss, wo sich diese Person scheinbar hin aufmacht, zumindest in die Richtung. Du weißt, dort hinten steht noch dein kleiner Bruder. Gut, der ist jetzt nicht so klein, dass er völlig verloren wäre, aber der braucht ja noch ein Geschenk für Mutti. Du weißt, dass deine Tasche vielleicht doch irgendwann anfängt zu tropfen. Ja, ich weiß gerade auch nicht. Irgendwie ist das gerade, was erwarte ich denn, wenn ich da jetzt hinterher renne? Und dann stehe ich da vor dem und sage, hey, gib mir das wieder. Also irgendwie, ich fluche und dann drehe ich wieder um zu meinem Bruder und frage den, ob er sein Handy in der Tasche hat, weil ich die Polizei anrufen will und den Flüchtigen und Diebstahl melden will. Ja, Feramin, dann hat doch mal, wie ist denn das mit dem Brudi, mit dem Bruder des, mit dem Handy des Bruders, so rum, mit dem Bruder des Handys. Was willst du jetzt mit meinem Handy? Ich habe nicht mehr viel Guthaben. Ich will doch nur die Polizei anrufen, der Notruf ist doch hier kostenlos. Bist du dir da sicher? Ja. Ach komm, weißt du was? Gib mir 2 Euro und dann kannst du damit telefonieren. Ich habe da drüben was Nettes gesehen, was ich Mutti mitbringen könnte, aber da würden mir eben noch die 2 Euro fehlen. Ach komm. Das liegt in der Familie. Du bist so ein Arsch, das kriegst du so wieder, Du, ich drücke ihm 50 Cent Stücke in die Hand. Sehr glücklich damit, er steckt dran, du. Jetzt gib mir das Handy. Gib dir das Handy. Ja, ich ruf den. Ein Sperren kostet nochmal 1 Euro extra. Ein typischer Kevin. Ich gucke mir das mit offenen Augen an. Ich möchte an diesem Punkt möchte ich einwerfen, dass der Verkäufer vom Stand guckt und versucht, sich was abzugucken. Ich gebe ihm noch 2,50 Cent Stücke. Geht doch, dankeschön. Mit dem entsperrten Handy würde ich dann tatsächlich die Polizei anrufen. Und ja, quasi, wer geht denn bei der Polizei dran? Notrufzentrale Hintertupfingen. Kann ich Ihnen helfen? Ja, hallo, hier ist Biggie Freitag. Ich würde gerne einen Diebstahl melden auf dem Weihnachtsmarkt. Ein Diebstahl? Weihnachtsmarkt? Ja? Yeah. Ja, der hat mein Handy geklaut und der ist in Richtung Jagdschloss gerannt. Jagdschloss? Ja. Mhm. Und Ihr Name war nochmal? Biggie Freitag. Ja. Und wie sah denn der Täter aus? Ja, also, das war so ein jüngerer Mann, so dunkle Haare, Winterjacke, Schal um, dick eingemummelt. Es sagte was von, er will zum Döner, aber er lief zum Jagdschloss, da bin ich mir ganz sicher. Mhm. Jagdschloss, ja. Ja, wir schicken jemanden raus.
Ja, bitte, ganz schnell. Also ich brauche dringend mein Handy wieder. Ich kann nicht ohne mein Handy, ja, da ist bleiben, mein ganzes bleiben, Leben drin. Bleiben Sie ganz ruhig, wir haben eine Streife immer in der Nähe des Weihnachtsmarkts. Die ist zwar gerade ziemlich beschäftigt, aber ich gebe das weiter. Ja, rufen Sie mich dann an? Also, oder wie läuft das jetzt? Also, ja, Sie können Wo mich stehen dann Sie anrufen. Denn genau? Also, ich bin jetzt kurz vorm Kaufhof, da beim Ausgang. In der Süffelgasse. Dann warten der Sie was? Doch da einfach auf den, auf den Kollegen. Ja, okay. Dann warte ich hier, danke. Ja, stehst da, wenn dein Bruder von dann zieht mit so einem fetten Grinsen im Gesicht. Und du dieser fragst, kleine Wicht, ey. Während ich warte, male ich mir aus, wie ich dem Kleinen echt das heimzahlen kann. Also das kriegt der doppelt und dreifach wieder. Der kann sich wohl gefasst machen. Du hörst deinen Klingelton. Hä? Ich guck mich um. Aus einer Mülltonne. Ich renne zur Mülltonne. Da liegt dein Handy. Wer wirft dann ein neues iPhone weg? Nein, ich habe mein Handy wieder. Way! Ja. Wow. Deine Mama ruft an. Ah, es war Last Christmas. Ich weiß, warum sie es weggeschmissen haben. Beste Schutz vor Handy-Diebstahl ever. Hallo Mama. Ja, eisernes Herz. Was ist denn mit der Mama? Ja, endlich gehst du an dein Telefon. Ich hab bestimmt schon, oh Gott, fünfmal versucht, dich anzurufen. Ja, danke. Das hat echt geholfen. Hä? Mir Hast ist mein Handy geklaut worden. Aber oh ich habe es wiedergefunden. Mein Gott, geht's dir gut? Weil es in meinem Klingelton geklingelt hat, habe ich es wiedergefunden. Danke, Mama, dass du angerufen hast. Sonst hätte ich das nie gemerkt. Oh, mein Herz, mein Herz. Das gibt's ja gar nicht. Es ist eine Verrückte. Es wird immer schlimmer. Aber dir geht's gut. Ja, dir ist nichts passiert. Nein, und ich habe jetzt ja sogar mein Handy wieder. Hast du die Häppchen? Ja, habe ich auch besorgt. Ach, gut. Kannst du mal nach deinem kleinen Bruder gucken? Der ist da irgendwie, der wollte auch auf dem Weihnachtsmarkt. Nicht, dass der irgendwie Mist macht. Ja, der lief hier vorhin rum. Was soll der denn für einen Mist machen? Der wollte irgendwas kaufen. Naja, er hat in letzter Zeit so Anwandlungen. Du weißt ja, wenn sie langsam in die Pubertät kommen. Mama, der ist 13, der ist schon fast durch die Pubertät wieder durch. Jetzt, also, nicht, dass er mit seinen Freunden Glühwein trinkt. Ich hab ihm extra kein Geld gegeben. Okay. Ja, wenn ich ihn sehe, was soll schon. Und denkst du, bei mir für 3 Euro kriegst du auch kein Glühwein, das ist alles safe, das ist. Ja, dann, wenn du ihn zufällig siehst, du kannst ihm ja die Tüten in die Hand drücken. Dann der soll lieber nach Hause kommen, das mitbringen. Ja, das ist eine gute Idee, das mache ich. Gut. Ja, und pass auf dich auf, bitte, ja? Ich mache mir Sorgen sonst. Ich stecke das Handy jetzt auch lieber in die Innentasche von meiner Jacke, ja? Also, kann auch sein, dass ich das dann nicht so sofort höre und so schnell aus der Tasche rauskriege, wenn du nochmal anrufst, ne? Aber ich komme auf jeden Fall dann gleich auch pünktlich wieder nach Hause. Ich rufe auch öfter an. Ja, ist okay, Mama. Tschüss. Tschüss. Du bist dir nicht ganz sicher, weil du auflegst und so nochmal aufs Handy guckst und denkst, oh Gott, hoffentlich. Hoffentlich. Du kannst dich ja täuschen, aber ganz kurz flackert dein Display und du meinst darauf, das Symbol gesehen zu haben, was auf dem Amulett ist.
auf dem Anhänger ist. Auf welchem Anhänger jetzt? Entschuldigung, ich hänge. Den du gekauft hast, ganz am Anfang. Genau. Auf dem Armband. Auf dem Armband. Ah, okay. Ja. Genau. Das kann doch nicht sein. Das ist ja totaler Schwachsinn. Ja. Es war jetzt auch ein bisschen anstrengend alles heute. Was steht denn in der WhatsApp-Gruppe, wo die Mädels bleiben? Ich glaube, ich könnte jetzt ganz dringend mal Glühwein vertragen. Ja, also die Hälfte ist wohl jetzt endlich mal angekommen. Ja, tipptopp. Also wenn Mama recht hatte mit ihrer Vermutung, dann finde ich bei dem Glühwein statt jetzt meine Mädels und meinen kleinen Bruder. Zwei Fliegen mit einer Klappe, da mache ich mich doch direkt mal auf den Weg. Ich würde sagen, damit springen wir eins weiter. In was? Das Symbol auf dem Handy. Symbol auf dem Handy. Das ist... Was denkt ihr als Eigenschaft geduldig? Das passt aber nicht so impulsiv. Ja. Man muss auch keine Eigenschaft hinzufügen, glaube ich. Das ist eher so optional. Also durch okay. Ja, dann können wir es, denke ich, diesmal so lassen. Meine logische Schlussfolgerung vielleicht. Geld, Bruder, Glühwein. Ich glaube, wir definiert haben, wir haben das noch nicht festgehalten, dass die Familienverhältnisse etwas dekadent sind. Also nicht dekadent, desaströs. Möchte gerne. Weißt du, das ist der normale, das ist der normale Familienweinsinn zu Weihnachten. Das weißt du noch nicht, weil du als Einzelkind aufgewachsen bist. Ich bin quasi als Einzelkind aufgewachsen. Ich kann mir vorstellen, dass solche Szenen sich durchaus in Deutschland an Heiligabend abspielen. Das heißt ja nicht, dass es nicht desaströs sein kann. Und dekadent. Ja, fünfte Szene. Lea Pardin ist Erzählerin, ich bin Zeugin, der Rest ist Beobachterin. Und das ist jetzt die letzte reguläre Szene, bevor wir in den möglicherweise Übergang gehen. Ich muss echt gerade noch mal im kleinen Moment überlegen. Ich bin gerade ein bisschen ratlos, was ich mit diesem... Im Zweifelsfall könnten wir sonst auch eine Minute kurz Pause machen oder so, wenn jetzt halt zum Überlegen du Moment brauchst oder so. Ich weiß jetzt nicht. Nur als das ist ganz gut. Wir machen mal eine fünfminütige Pause, dann kann ich auch mal mein Getränk wegbringen. Das ist ganz, ganz gut. Also ich schreibe auch gerade, wenn ein neues Persönlichkeitsmerkmal aufgetaucht ist, dann... Ja. Macht Sinn. Hat sich ja jetzt auch nichts herauskristallisiert. Bis gleich. Ja, okay. Bis gleich.
So, da sind wir wieder. Ja. Leopardin ist Erzählerin. Ich bin Zeugin. Und ja, wie geht's weiter? Ja, also Biggie, du müsstest jetzt wohl nochmal eben irgendwie klären, was jetzt mit der Polizei ist. Ne? Die hast du ja jetzt ein bisschen wild gemacht und da soll gleich eine Streife kommen. Ich weiß nicht, ob du da nochmal anrufen willst oder ob du jetzt warten willst, bis da einer kommt, aber irgendwas müsste, also einfach wegrennen, die wissen, wie du heißt. Ne? Ich weiß nicht, ob da dann nachher noch was auf dich zukommt, da wäre ich vorsichtig. Ach, ist mir gerade völlig egal. Wenn ich da irgendwo einen sehe, der irgendwie jemanden sucht, irgendwie so groß ist der Weihnachtsmarkt ja nun auch nicht. Also, ich glaube, mein kleiner Bruder ist mir jetzt gerade viel wichtiger. Vor allen Dingen, kriegt der noch einen drüber? Dann folge deinem Instinkt. Wehe, der ist am Glühwein stand. Wehe. Ich mache mich auf zum Glühweinstund. Ja, du siehst einen Glühweinstand, der also rappelvoll ist. Ne? Du siehst aber zwischen den Köpfen, die da stehen, das ist so ein rundes Bütchen. Da stehen drei Leute drin, die bedienen und ausschenken und die haben einen knallroten Kopf, weil das echt, also erstmal ist es warm vom Glühweintopf, aber das ist auch, die haben viel zu tun und auszuschenken. Du siehst aber bei den Leuten, die da drumherum stehen, tatsächlich auch zwei von deinen Freundinnen dazwischen und siehst die so ein bisschen von Weitem, die stehen aber so ein bisschen von dir aus gesehen fast auf der anderen Seite der Bude. Und während du da noch so ein bisschen guckst, siehst du tatsächlich, wie da auf so einer Parkbank praktisch gegenüber von dem Bütchen dein Bruder mit drei Kumpels sitzt und die angeregt diskutieren und fachsimpeln und wild mit den Armen wedeln und immer wieder zur Glühweinbude zeigen und dann immer wieder auf jemanden anders zeigen und dann irgendwer wedelt so mit den Händen. Und Rerion, magst du mal ausschmücken, was die Jungs da diskutieren? Sag mal, hast du gesehen? Die sieht voll scharf aus. Nee, die hat voll den dicken Arsch. Ah, das ist doch gerade toll. Ja, dann geh doch rüber. Die verkauft dir bestimmt was. Meinst du? Ja, wir können auch zusammenlegen. Das war ja der Plan. Wir geben uns richtig ein und dann schleppen wir die ab. Also in das Herz springen wir ein, du bist auch ein Kumpel dabei. Ja, mit die paar Euro, die du jetzt an der Schwester abgenommen hast, können wir ja aber keine auf dicke Hose machen. Da brauchen wir auch ein bisschen mehr. Was haben wir jetzt? Guck mal irgendwie in den Sammelpott. 6 Euro, da können wir die Mädels nicht einladen. Da müssen wir noch ein bisschen besorgen. Vielleicht können wir irgendwie Pfandbecher sammeln und die dann zurückbringen. Das kostet doch fett Kohle, oder? Pfandbecher? Ja. Oh, Bierflaschen, ne? Ja, genau. Ja, das ist eine Idee. Ja, das kriegen wir hin. Peter? Peter? Ja, dann lass mal losgehen. Pass mal auf, vielleicht können wir auch ein paar von den Tischen einfach so abräumen. Ja. Du musst schnell sein und unauffällig. Hey, und pass auf, wenn da noch was drin ist, ne? Das kippen wir zusammen. Und dann geben wir uns richtig ein damit. Das ist ein Plan. Ey, weißt du was? Nachher, wenn wir den Pfand gesammelt haben, machen wir Wette. Ich wette, du traust dich nicht, Tiny da hinten an dem Popo zu grapschen. Tja, also, die Wette gilt. Hast du nicht drauf. Ja, Biggie, während du die da so siehst, gehst du zu deinen Freundinnen oder was machst du? Ja, ich höre mir das 2-3 Sekunden an und dann gehe ich dahin, stelle mich dahin. Junger Mann!
Oh, scheiße. Wo kommst du denn her? Mein Gott, ist ja als wie Freddy Krüger hier aus dem Nichts gewachsen. Vom draußen vom Walde. Immer kleinlaut. Was habe ich jetzt hier über das Saufen gehört und über das Angrapschen? Sag mal, spinnst du? Hey, jetzt sei nicht so eine Spießerbraut, nur weil du keinen abkriegst. Ich glaube, es kackt bald. Ich schnipp ihm so gegens Ohr. Au, das sag ich Mama. Ja, mach das mal gut. Die sucht dich nämlich. So, und ihr geht jetzt am besten auch nach Hause. So, du gehst jetzt hier zackig ab nach Hause. Aber. Na gut, wir machen das lieb. Also, wenn die so guckt, dann hat die ihre Tage. Aua! Boah, zum Glück bin ich Einzelkind. Ja, du sagst ja, es. Ja, brutal. Häusliche Gewalt. Das ist schlimmer als die Twins. Das darfst du dir nicht gefallen lassen. Genau, ich bin schon fast erwachsen. Dann benimm dich auch so. Das tue ich ja. Ich tue was für die Umwelt und für Pfand sammeln. Und du? Für die Umwelt. Ja, genau. So. Troll dich. Du bist voll blöd. Trollt sich. Ich schüttel mit dem Kopf und guck die anderen an und mein so, ihr solltet das auch machen. Habt ihr kein Zuhause? Das ist nicht meine Mama. Rennt weg. Könnte es aber fast sein. Ja, wenn die sich alle trollen, dann mache ich so. Und wieder eine gute Tat vollbracht und dreh mich um und gehe zum Glühweinstand zu den Mädels rüber. Ja, Feramin, magst du mal eine der Freundinnen geben? Ja, sicher doch. Ja. Hey, Biggie! Oh Mann, schön, dich wiederzusehen. Das war wieder eine lange Zeit. Wie geht's dir so? Ja. Gut, dass ihr es doch endlich geschafft habt. Du warst das mit dem Weihnachtsbaum, ne? Jo. Ätzend. Du weißt, wie meine Mutter ist. Aber nichts jetzt, gegen meine. Jetzt haben wir den Weihnachtsbaum, jetzt ist alles gut. Und du studierst immer noch dieses Literatur? Naja, zweites Semester. Ja. Naja. Aber es ist echt gut, wenn du hier bleiben kannst. Irgendwie. Die Uni ist irgendwie nicht so schick. Irgendwie das WG-Zimmer, da tropft es fast von der Decke und so ein Scheiß halt. Ja, hättest dir halt eine vernünftige Uni gesucht. Ja, Cash. Naja, immerhin steht es im Ranking ja nicht so schlecht dran, ne? Ah, stimmt. Ich guck mich nochmal um, so, ich musste eben meinen Bruder irgendwie hier vertreiben, irgendwie der. Ganz, ganz weirder Tag, weißt du? Irgendwie erst treffe ich hier da hinten an diesem einen Stand da hinten. Siehst du den? Oh, ja, ja. Da habe ich was ganz Cooles gekauft, hier. Ey, das ist echt hübsch. Wo hat er das denn hergezaubert? Sonst hat er doch eher so Tante an dem Stand. Das ist wirklich schön. Ich weiß auch nicht. Siehst du das Muster da? Mhm. Sieht fast so aus wie... Ich zeig so rüber irgendwie zu der Silhouette von dem Jagdschloss, wo der Stern drüber hängt. Wenn du meinst... Ja... Aber ich meine, die Sterne hier sind doch eigentlich alle klein. Naja. Aber schön ist es. Doch, gefällt mir gut. Das ist schon ziemlich eindeutig, findest du, dass das total gleich aussieht. Und während du nochmal so vergleichend das Armband anguckst und die Sternkonstellation am Himmel, meinst du hinten bei dem Jagdschloss, wo du so darüber die Sterne siehst, irgendwie so einen grünlichen Schimmer am Himmel zu sehen, der so aufblitzt, einen Moment da ist, den Himmel ganz, ganz komisch grünlich erleuchten lässt, irgendwie einen ganz spooky Lichteindruck lässt
Und du hörst auch noch mal dieses Brummen. So von, also du hörst es und du spürst es irgendwie unter den Füßen, was du vorhin schon mal meintest, gespürt zu haben. Und dann ist es aber beides wieder weg. Habt ihr das auch gemerkt? Was? Dieses Brummen, dieses grünliche Ding da hinten am... Wie viel Glühwein hattest du schon? Boah, keinen. Darauf euch gewartet. Dann wird's dringend Zeit. Ja, auf jeden Kann Fall. Kann es sein, dass dich die Uni hier so ziemlich mitnimmt? Und war es heute wieder wild bei dir zu Hause? Komm, trink mal hier was. Meine Mutter hat echt die Vorspeisen vergessen. Ein Glühwein mit Schuss für die Dame hier, bitte, ja? Und komm, ich lade dich ein. Der Szene. Glühwein mit Schuss. Das ist der Hinweis, der Glühwein mit Schuss. Genau, das sehe ich jetzt auch so. Exaktamente, ja, dann habt ihr es ja alle richtig verstanden. Sehr schön, danke. Grüne Schimmer. Und gleich verschwindet Leoparden aus dem Stream noch heute. Die sind so doof, mit denen spiele ich nie wieder. Grüner Schimmer im Glühwein. Im Wein liegt Wahrheit, ne? So, sind wir einmal rum. Okay. Das heißt, ab jetzt haben wir noch, ab jetzt kann sich die Zeugin entscheiden, freiwillig einen Weg anzutreten, der ins Düstere führt. Mal schauen, was passieren wird. Ja. Habt ihr alle aufgeschrieben, was ihr aufschreiben wolltet? Palin schreibt noch. Fertsch. Ja. Der Glühwein mit Schuss wird natürlich, das braucht ein bisschen, weil ist ja viel los an dieser Bude. Und kommt dann aber, ich denke, das tut auch ganz gut jetzt so in dieser ganzen merkwürdigen Szenerie. Ist schön warm und wärmt auch auf jeden Fall von innen, wenn man den herunterstürzt. Und du blickst halt in das Gesicht deiner Freundin, die schon ein bisschen, ja, es ist so eine Mischung aus bemitleidend und trotzdem so sorgenvoll ansieht und meint dann so zu dir, ja, was meinst du mit dem Brummen jetzt und so? Also. Ja, da war gerade eben so ein Brummen. So, weißt du, wenn man das nicht richtig hört, sondern also auch spürt. So wie wenn sie in der, weißt du, in der einen Disco, wo wir schon mal waren, wo sie den Bass so richtig geil aufdrehen. So? Dass du es hörst und spürst? Hm. Hast du es nicht bemerkt? Bin mir jetzt nicht so sicher. Also, wo soll denn das herkommen? Also von den kleinen Hängeboxen hier kommt da dann garantiert nicht. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Ich habe das im Kaufhof, habe ich das auch schon gehört. Gerade als ich bezahlt habe. Ist wirklich eigenartig, ja. Du hast davon nichts mitbekommen?
Ich habe nicht drauf geachtet, aber es kann gut sein, ich weiß es nicht. Also, ich war gerade mit was anderem. Also, war das so deutlich? Ja, schon. Lass mal auf Twitter gucken. Vielleicht gibt es dazu schon was. Zu dem Brummen? Vielleicht hat es noch jemand bemerkt. Guck mal. Hier, Hashtag Hintertupfingen und dann auf Neueste und dann mal gucken, was dazu getwittert wird. Guckst du so über die Schulter? Und als du den Browser öffnest, flackert das Handy wieder. Es taucht wieder ganz kurz dieser Stern auf. Also dieses Sternenmuster. Ich schüttel's mal. Und dann siehst du bei den Twitter-Nachrichten so ganz, ganz, also du findest jetzt nicht irgendwie hier brummendes Geräusch oder sowas, sondern du findest irgendwie Nachrichten des Tages über Hintertupfingen, jetzt muss ich mir mal eben einen Namen überlegen. Der Herr von und zu Rothschild, Frank Rothschild, der Besitzer des Jagdschlosses, Nachwuchs erwartet. Also dass weil das die berühmteste Person, eine der berühmteren Personen in Hintertupfingen. Und und deine Freundin schaut dir so über die Schulter. Das ist aber eigenartig. War der verheiratet? Ich glaub nicht. Hör mal. Man wird nicht schwanger dadurch, dass man ein Brautkleid anzieht. Ist mir schon klar, wie das funktioniert. Das geht auch ohne verheiratet zu sein. Das muss ich dir doch nicht erklären. Ja. Trotzdem in seinem Alter, also das weiß ich nicht. Ja. Was heißt in seinem Alter? Hey, wenn die Macker Geld haben, dann gibt es genügend, die... Naja, guckt so zu dem Schloss rüber. Immerhin hat er ein Jagdschloss. Er hat ein Schloss, er hat einen Titel. Naja. Aber es ist eine gute Partie, ne? Da war ein bisschen zu spät. Ja, für manche. Nee, nicht mehr so einen alten Knacker, hör auf. Fürchterlich. Nichts über das brummende Geräusch. Nö, leider nicht. Ja, man merkt eben, dass die gerade echt hier, dass hier in diesem Kaff nichts passiert. Weil sonst müsste man ja das auch mit diesem alten Knacker, der da hier seine DNA verteilt, jetzt nicht sonderlich hervorheben. Vielleicht kommt das Kind jetzt noch hier an Heiligabend heute. Dann können sie da sich wochenlang drüber ergehen. Und das arme Kind, was dann hier nie Geburtstag separat von Weihnachten hat. Ein Christkind. Oh Gott. Wie ätzend. Ey, echt, das Kind tut mir leid. Das ist ja schon, wenn du so 4, 5 Wochen vor Weihnachten Geburtstag hast, ist es ja schon immer blöd, weil es heißt, oh ja, kriegst du zu Weihnachten. Oder hat es denn für Weihnachten und Geburtstag zusammen? Immerhin hat es dann auch einen Titel. Könnte fast sagen, König von Hintertupfingen oder so. Vielleicht wird es auch eine Königin. Oder das, kann auch sein. Wir könnten ja mal hochgehen und gucken, was da Sache ist. Meinst du, es wird eine Hausgeburt? Wo gibt's hier in der Nähe ein Krankenhaus? Okay. Ach ja, lass uns mal schauen, komm. Aber wir nehmen uns vorher noch einen Glühwein mit auf den Weg, oder? Wir verstehen uns. Ja, dann würde ich sagen, holen wir uns einen Glühwein und
Und, nimmst du auch mit Schuss? Wir auf dem Weg, auf jeden Fall. Ja, macht ihr euch tatsächlich wieder auf den Weg Richtung Jagdschloss. Das ist ja interessant. Der Stern prangt über dem Schloss. Dieses grünliche Schimmern. Manchmal ist es zu sehen, wenn man drauf achtet. Ganz dezent. Ein Brummen hört man gerade jetzt nicht mehr. Sag mal. Kennst du dich aus mit diesen Polarlichtern? Polarlichter? Ja. Nee. Ich meine, guck mal, dieses Grünliche da, das könnte, meinst du? In diesem Breitengrad? Nee. Ach, das kommt auch mal in Süddeutschland vor, vielleicht, natürlich. Vielleicht haben die auf der Rückseite des Schlosses irgendwelche Lampen angebracht oder so. Ach, du meinst, dass die da eine Weihnachtsparty machen? Vielleicht. Zu Ehren der Geburt vielleicht, so eine Geburtsfeier. Hm. Da gibt's auch sicher auch was Gutes zu essen, oder? Hey, weißt du was? Wir versuchen uns da auf die Party zu schleichen. Wenn die da tatsächlich eine Party machen. Bewegen. Ich bin dabei. Hast du... Aber müssen wir irgendwas mitbringen, also wenn wir auf die Party gehen. Hast du irgendwas? Häppchen? Hm. Oder das Armband? Ich hab noch 2 Euro. Oder wir tun so, als würden wir da arbeiten. Geht auch. Wenn die da eine große Party feiern, dann haben die da sicher viele Leute, die Zeug servieren und so. Mhm. Und ich glaube, der Rothschild, wenn wir uns ein bisschen hier, weißt schon, ne? Ich glaube nicht, dass der sich dran stört, wenn da noch 2 junge Mädels rumlaufen. Wenn man dem glauben darf, was über ihn auf Twitter erzählt wird, ja, nein. Hast du einen Spiegel dabei? Handy? Er nimmt noch normalen Spiegel. Ich vergesse es immer wieder, ja. Aber siehst du hübsch genug aus. Ach, komm, noch mal ein bisschen nachlegen, dürfte kein Schaden sein. Ja. Wenn du meinst. Ja, und ihr geht den Weg hoch zum Jagdschloss und euch kommt eine merkwürdige Gestalt entgegen. Etwas abgehalftert sieht sie aus. Schiebt so einen Einkaufswagen vor sich her, in dem mehrere Flaschen drin sind. Und ja, du hast jetzt irgendwie das merkwürdige Gefühl irgendwie, dass der diese Gestalt irgendwie so ein bisschen schimmert oder so. Also nicht ja, ein bisschen grünlich auch, genauso wie dieser Schimmer hinter dem Jagdschloss. Ich rieche mal. Siehst du es zuerst so in. Ich schimpere mal nochmal in diesem Glühwein. Guten Abend, die Damen. Guten Abend. Wo geht's denn hin, wenn ich fragen darf? Oh, Verzeihung. Gabriel. Hallo? Zum Schloss? Eine gute Sache. Da soll jemand geboren werden, habe ich gehört. Es gibt eine große Feier. Bist du auch auf Twitter? Nein, ich habe damit nichts zu tun, mit diesem neumodischen Kram. Aber ich habe ein paar Flaschen gesammelt. Ich würde mal meine Freunde da anschubsen. Siehst du das auch, dass die komisch schimmert? Sieht sie das, eisernes Herz? Dir fällt zuallererst einmal auf, es ist, je näher du dich auf dieses Schimmern konzentrierst, es scheint so ein Augen,
Blick lang, als hätte die ein Geweih auf. Und hätte irgendwie ganz komische Züge. So, kennst du den Krampus? So in einem Wimpernschlag siehst du plötzlich, das könnte aber auch der Glühwein sein. Aber ansonsten sieht das eher alt aus, abgehalftert. Der typische Pfandflaschensammler. War das okay von der Beschreibung? Weil ich darf ja eigentlich nichts einfügen, so richtig. Nee, ist okay. Ich habe dich ja gefragt. Ah, gut. Passt schon. Ja. Die Gestalt schaut euch dann beide an. Und so. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Werdet da viel Spaß haben, wenn ihr dahin unterwegs seid. Aber los, los, beeilt euch. Dann hast du kurz so die, so ganz kurz so eine, so ein Schimmern über das, dieses Gesicht, dieses Geweih flackert doch mal ein bisschen auf und es gibt so ein schiefes so. Und das ist, reicht, glaube ich, als Hinweis für heute. Ja. Jetzt wisst ihr zumindest, wo ich hin will. Hoffe ich doch. Auf jeden Fall sehr weihnachtlich. Indeed. Ja, brauchen wir noch eine Extra-Szene mit Hinweis oder gehen wir über in die, weil die beiden ja unterwegs sind zum Dingens? Zum Jagdschloss? Na, vielleicht irgendwie, also ich weiß ja nicht, ob und wie sie da jetzt reinkommen. Also ein Jagdschloss gilt ja normalerweise als Kulturgut und steht ja normalerweise offen. Mhm. Also zumindest so der Innenhof und so die Drumherum-Bereiche. Ja. Jetzt ist die Frage, ob da halt wirklich was ist. Oder man eventuell, wenn die Szene, wenn sie sich da einschleichen müsste, dann das hat schon noch irgendwie anspielen. Finde ich. Was sagen die anderen? Ich glaube, eine mehr schadet nicht. Das wird nicht schaden, ja. Das Schlimme ist, dass ich die jetzt spielen muss. Es war deine Idee? Ist nur Zeugin. Der Fluch der bösen Tat. Gut. Feramin, mein Schicksal liegt in deinen Händen. Ja, ich überlege gerade noch kurz. Weil das Jagdschloss, was mir geläufig ist, hat das einen offenen Hof. Hm. Google-Jagdschloss. Ich meine, ich könnte jetzt das schicken, was ich mir dabei gedacht habe, ein Bild davon, aber ob das für hilft, weiß ich nicht. Ich bin auch in einer Stadt aufgewachsen, wo es ein Jagdschloss gibt. Also. Wir haben so viel gemeinsam. Von daher kann ich mir auch das anschauen. Okay, das hat keinen wirklichen Innenhof, aber okay. Mehr Szenen, mehr Horror, sagt die Schmetterling. Ja. Stimmt schon. Ja, gut. Okay. Ja, nachdem ihr euch dann, oder nachdem sich Biggie dann nochmal ein bisschen aufgehübscht hat, macht ihr euch auf den Weg hoch zu dem Schloss. Und er führt so eine, es geht zuerst so ein bisschen die Anhöhe hoch, wo ihr ja vorhin die Abkürzung mit der Treppe nehmen wolltet. Aber ihr geht jetzt den Hauptweg entlang, der dann an so eine Allee ist. Es ist so eine breite Allee und ihr seid nicht mehr so weit weg davon, da hängen dann Lampions in den Bäumen und beleuchten. Also das ganze Schloss ist erleuchtet. Es ist so in dieser kalten, feuchten, dunklen
ungemütlichen Schmuddelwetternacht ist das so richtig so ein warmes, leuchtendes Licht. Und die Lampions haben auch eher so ein warmes, gelbliches Licht. Und es sieht insgesamt sehr einladend aus. Und ihr hört auch schon so ein bisschen Musik, die rübergetragen wird. Aber keine Weihnachtsmusik, sondern klassische Musik. Oh ja, da ist auf jeden Fall was. Wir sollten uns beeilen, jetzt zieht es ganz schön. Ja, sie zog ihren Mantel noch so ein bisschen zusammen und versucht irgendwie Hände und mit dem Kragen das Gesicht noch so ein Stück zu schützen und das Tempo so ein bisschen anzuziehen. Vermutlich einfach, weil es der wärmste Ort sein durfte. So eine Allee ist halt recht zugig. Guckt zu ihrer Freundin, ob die noch irgendwie was mitzuteilen hat. Ja, Rerion, hat die Freundin noch was mitzuteilen? Naja, also so fetzig sieht die Dekoration jetzt noch nicht aus, aber wenn sie Klassik spielen, hoffentlich sind das nicht alles Rentner. Da gibt es bestimmt Champagner oder sowas. Die haben doch bestimmt Kohle. Ja, und wenn die Jüngsten da 60 sind? Naja, das werden wir nicht rausfinden, wenn wir nicht hingehen, oder? Ich bin da schon ein bisschen neugierig. Du, ich arbeite in der Pflege, ich habe wirklich genug mit Rentnern zu tun, also. Das ist sehr generalisierend. Aber ich schätze deinen Beruf hoch. Naja, vielleicht kommt es mir ja dann zugute. Du, vielleicht lernst du hier ein paar mit Geld kennen. Du hast doch vorhin gesagt, dass sich das reizt. In einem Gedankenspiel. Ich heiße nicht Anna Nicole Smith, ja? Boah, ist das kalt. Ja, sie fasst sich nochmal so an ihre Kette und los, komm, wir rennen. Wenn du meinst. Wir haben bestimmt Heizpilze aufgestellt oder irgendwas. Ich will ins Warme. Als ihr näher kommt, seht ihr dann, dass das Schloss hinten, also ihr kommt auf den Haupteingang zu, der führt dann so rechts und links Treppen nach oben. Hintenrum ist wohl mit Bauzäunen irgendwas, also Bauzäune, die so mit weißen Planen verhangen sind, ist wohl so ein Bereich abgesperrt. Alles nur hinterm Schloss, von der Seite, wo ihr kommt, seht ihr auch nichts von der Party oder so, da seht ihr halt nur die Lichter. Und dann haben sie da an der Frontseite so diese, wie bei Festivals, bei Konzerten, diese Absperrgitter, wo sie nur einen Durchgang offen haben und da steht jemand im Anzug. Mantel drüber, anscheinend kommt man hier nicht einfach so rein. Jetzt brauchen wir entweder eine gute Geschichte oder einen guten Weg. Man macht mal so ein bisschen den Blick zur Freundin und überlegt so, vielleicht gibt es, da vorne werden wir nicht reinkommen, das ist bestimmt Gästeliste. Wir könnten jetzt erzählen, dass wir irgendwie Reporter sind, aber das glaubt uns, glaube ich, keiner. Nee, das klappt nicht. Nicht in unserem Dorf, die kennen nicht, dass sich da einer wiedererkennt oder mich. Lass uns doch mal hinten gehen, ob wir irgendwie von hinten rum reinkommen. Da bauen die doch gerade, oder? Habe ich das richtig gesehen? Das sieht auf jeden Fall so aus. Naja, ansonsten, ich weiß nicht. Vielleicht könntest du ihn bezirzen. Ich weiß nicht, ob das klappt. Oha. Ich guck mal, wie alt er aussieht, ob ich da irgendwie eine Chance hätte. Naja, sagen wir mal so, du bist Anfang 20. Der Typ ist eher Mitte 30 und sieht jetzt schon eher sehr professionell aus. Also du hältst es nicht für sonderlich wahrscheinlich, dass der sich jetzt so einfach bezirzen lässt. Oh, wir können. Aber jetzt, wo ihr näher dran seid, sorry, siehst du auch, das sind keine Bauzäune, weil da Bauarbeiten sind, sondern weil sie da wahrscheinlich für den Partybereich einfach abgesteckt haben, dass sich da niemand so unbefugt reinschleicht und dass die illustren Gäste dort ein bisschen auch abgeschirmt sind, dass nicht jeder sehen kann, wer dort ist. Wir könnten versuchen, ihn abzulenken. Das ist doch eine Idee. Pass auf, du gehst zu ihm hin
tust, als ob du ganz panisch wärst und sagst, jemand hat dir dein Handy geklaut und der ist da langgerannt und du brauchst Hilfe. Das ist ein Mann, du hast Angst allein und der ist da runtergerannt. Was hältst du davon? Und dann mache ich hinten so einen Bauzaun auf. Da kannst du dann reinschlüpfen. Wohin ist der gerannt? Weg von der Position, weg vom Eingang. Du musst irgendwie wieder, also in die andere Richtung, von der ich komme. Also von der ich nicht komme. Naja, also betrunken genug bin ich, glaube ich, schon langsam. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Genau deswegen bist du meine beste Freundin. Mhm. Ebenso finde ich dich auch viel netter. Und brummelt so ein bisschen. Ja, gewinnbringendes Lächeln. Pass auf, ich verstecke mich hinterm Baum und du kommst am besten von da, gehst auf ihn zu und bittest ihn ganz schnell um Hilfe, tust panisch und zeigst dann darüber, damit er dir folgt. Man, hier ist ja keine Schlange mehr, der wird jetzt vermutlich nicht darauf warten, dass jetzt hier noch irgendeiner großartig kommt. Das heißt, der kann auch mal weg, wahrscheinlich mal kurz. Na ja, versuchen wir es mal. Ja, ich stelle mich hinterm Baum und beobachte, was meine Freundin hoffentlich für Erfolge aufweisen kann. Er übernimmt jetzt was? Also ist jetzt. Du bist immer noch die Freundin von Biggie. Wir brauchen jetzt noch einen Türsteher. Genau. Wer könnte nur groß, männlich und kräftig genug rüberkommen, um diese Rolle einzunehmen? Leopardin, völlig klar. Ach so, ja. Halt. Ja, also sie hat sich ein bisschen die Schminke verwischt so richtig total professionell. Sie müssen mir helfen, ich wurde bestohlen. Ach ja? Er ist da langgelaufen. Guck so ein bisschen in die Richtung. Kommen Sie. Er ist bestimmt noch da, aber ich traue mich alleine nicht. Aha. Ich glaube nicht. Das war mein ganzes Geld und mein Handy. Mein liebes Kind, ich hoffe, du machst was anderes als Schauspielerin. Ist ja irgendwie teuer, ein iPhone 10 ist ein neues. Mhm. Eigentlich gehört das meinem Freund, und wenn ich das nicht zurückbringe, dann schlägt er mich windelweich. Nein. Einfach nein, das wird wirklich peinlich. Du solltest dringend damit aufhören jetzt. Das hier ist eine Party, die nur auf Einladung funktioniert. Und nee, so nicht. Ist mein Job, hier aufzupassen. Und das nehme ich sehr ernst. Ich sehe schon wieder Zivilcourage. Es ist wirklich vorbei in Deutschland. Ja. Es gibt dann ein total gekünsteltes, beleidigtes Kopf zurückwerfen und sie stöckelt davon. Und als deine gute Freundin wieder auf dich zustöckelt, Biggie, und du dem Wachmann einen wütenden Blick zuwirfst, siehst du, wie seine Augen kurz grün aufleuchten und wie er so eine lockende Bewegung zu dir macht und dich direkt anschaut dabei. Ja, ich... Oh, scheiße. Damit beenden wir die Szene. Interesting. Ich frage mich ja, ob der Krampus mit dem Pnava verwandt war. Der hatte so einen Toneinschlag. Hm. Wer weiß. Damit auch Gruselgeschichten. Ich bin leider nicht mehr ganz auf dem aktuellen Stand. Skandal. Ich glaube, Besserung.
Du hast ja noch so 22 Stunden zum Weiterschauen. Ja, könnte knapp sein. Das Herz ist Erzählerin, Rerion ist Zeugin. Ja, die diese Person winkt dich quasi, Kamera, winkt dich quasi so zu sich ran und du hast irgendwie das Gefühl, es ruft dich. Du hast das Gefühl, es wird immer schwerer. Du willst eigentlich gar nicht widerstehen, du willst da eigentlich rüber, auch wenn du irgendwie Angst davor hast, weil du irgendwie das Gefühl hast, es könnte Ärger geben. Ja, ich meine, der ganze Abend ist ja schon etwas seltsam. Naja, also gut. Dann, naja, wenn sie nicht reinkommt, vielleicht mag er die Haarfarbe nicht. Wer weiß das schon? Dann wird, dann mache ich mich mal auf den Weg dahin, so ein bisschen vorsichtig, so nicht, dass er jetzt noch irgendwie mir eine schallert oder so. Als du näher kommst, bemerkst du, dass er ganz gezielt dich irgendwie im Fokus hat und dass es in deiner Tasche irgendwie wärmer wird. Als ob irgendwie so eine Hitze von deiner Handtasche ausgeht. Ich glaube, so instinktiv, so würde ich dann da mal dahin fassen, wo es halt so warm wird. Du fasst in deine Tasche und das nächste, was du merkst, ist, dass das Armband, was du vorhin gekauft hast, um dein Handgelenk sich zu schnippen scheint. Wie so ein Schnappverschluss. Facehugger nur als Armband und am Arm, also Armhugger. Ich ziehe so ein bisschen dran. Es scheint fest oder fester zu sitzen. Das nächste, was als du quasi gerade daran dich herumfummeln möchtest, um das wieder vielleicht zu lösen, erreichst du auch dann den Türsteher, der eine einladende Geste für dich macht und deine Freundin offensichtlich vorhat, nicht reinzulassen. Hätte das ganz gern ausgespielt, dass Leopardin vielleicht noch so einen Satz oder so eine Gestik dazu macht irgendwie. Meine verehrteste Dame, ich sehe, Sie tragen unser besonderes Kennzeichen. Bitte gehen Sie durch. Ich mal so einen kurzen Blick zu der Freundin zuckt mit den Schultern. Ja, der Türsteher schiebt sich dann, sobald du irgendwie durchgegangen bist oder hinter ihm stehst, wieder zwischen dich und im Prinzip die Außenwelt. Und von drinnen hörst du diese klassische Musik. Ja, dann ist es unterhaltsam, hoffe ich. Du kommst auf den Innenhof und als du nach oben guckst, siehst du genau über dir diesen Stern. Ja. Und ich würde einen Szenenwechsel machen. Ja. Also nach meiner Zusammenfassung müsste das jetzt auch die letzte Szene gewesen sein. Was war jetzt der Hinweis? Das Armband, was sich selbstständig schließt, oder der Stern, der genau über dem Hof steht? Ich habe jetzt einfach mal so diese Kausalkette geschlossen, aber ich vermute mal ganz stark, dass das schnappende Armband war noch deutlich eindeutiger. Mhm. Und im Prinzip ist die Protagonistin ja jetzt auch im Schloss. Das Kennzeichen unserer Familie. Tüffi 1. Ja, jetzt gehen wir in diesen nächsten Bereich über, der ein bisschen anders funktioniert als die bis jetzigen Szenen. Wenn ich mich das da richtig erinnere.
können wir uns jetzt gegenseitig, also es werden die Button einfach mal weg, glaube ich. Jeder kann jetzt selbst entscheiden, welche Rolle er einnehmen will. Und wir haben eine Maximalanzahl von 16 ganz kurzen Spielzügen, in der jeder ganz kurz einen Teil der Szenerie nun weiterhin beschreibt. Ich denke, Leopardin, weil du als nächstes Erzählerin gewesen wärst, bist die Erste, die damit startet und ich war ja gerade Zeuge, ne? Ja, genau. Ich muss noch mal kurz fragen, weil ich habe es jetzt irgendwie noch nicht. Ich bin jetzt dran, weil ich Erzählerin gewesen wäre, einfach damit wir die Reihenfolge einhalten. Aber ich muss jetzt nicht zwingend die Rolle von der Erzählerin einnehmen, also sondern könnte auch sagen, ich bin jetzt die Zeugin und mach das und das und dann auch nur ganz kurz und dann geht's Moment, weiter. Stopp. Der Eiserne Herz war ja gerade Erzähler, ne? Das heißt, Rerion müsste anfangen. Okay. Mhm. Ja, genau. Also als jetzt Erzähler, ne? Ja. Du kannst auch Zeugen. Ding hat gerade noch mal geschrieben, es sind Spielzüge, die sind kürzer als 10. Genau. Mhm. Ja, also als du dann die ersten Schritte wirklich hinein machst und dich diese Musik umfängt, siehst du auch, dass das erstaunlich viele Leute sind. Wir sind alle unglaublich gut gekleidet. Einige von denen regelrecht altmodisch, würdest du sagen. Und unter dem Licht von dem Stern, der hier irgendwie viel heller zu strahlen scheint, haben alle grün leuchtende Augen und diese und geweihähnliche Fortsätze. Bei dem einen ein bisschen stärker ausgebildet, also gerade bei den Männern wirkt es schon wie ein richtiges Geweih, bei den Frauen eher dezenter. Und du hast das Gefühl, als würde man dich kennen und als würdest du einige von denen auch kennen, obwohl du die noch nicht gesehen hast. Ein tiefes Gefühl von Verbundenheit. Und damit würde ich weitergeben. Leopardi? Während. Beschreib ruhig. Während ich weitergehe und durch den Raum gehe, versuche irgendwie wahrzunehmen, das fühlt sich als total komisch an. Ich weiß genau, ich war hier noch nie drin. Und irgendwie ist es alles so vertraut. Irgendwie, es fühlt sich überhaupt nicht. Ich weiß, ich bin total falsch angezogen für diesen Kram hier. Aber ich fühle mich nicht falsch hier. Und das ist irgendwie ganz, ganz merkwürdig. Und ich habe irgendwie so ein ganz abstruses Gefühl von, ich müsste jetzt sehr verwirrt sein. Bin ich aber nicht. Irgendwie fühlt sich das richtig an. Und das finde ich irgendwie halb beunruhigend. Und dann lasse ich mich aber ganz in die Szene reinziehen und gucke erstmal und laufe noch weiter rum. Gib's ab. Ach so, ja, Entschuldigung, ich gebe ab. Weiter. Gehst herum, schaust dir die Leute an, du erkennst den Dieb wieder, den jungen Mann, der dich angerempelt hat, die beiden Gestalten, die sich um das Plüschtier gezofft haben, der Verkäufer, der dir das Armband verkauft hat, die beiden Freunde von deinem Bruder, die Kassiererin aus dem Markt, gehst nach vorne und im hinteren Bereich des Hofes, des Innenhofes, steht so ein kleiner Unterstand, wo zwei etwas noch mehr schimmernde, grünlichere Gestalten stehen,
ein Mann, eine Frau, in der Mitte zwischen ihnen ein Kinderbettchen und du hörst das Geschrei von einem Kind. Gebe ich weiter. Plötzlich ergreift mich eine Gestalt von hinten, eine dritte Person, die ich wohl nicht gesehen habe, weil ich so sehr auf diese Szene fixiert war. Sie drückt mich vorwärts in Richtung dieser Krippe. Und was ich sehe, ist, wie die beiden Gestalten, die neben rechts und links neben der Krippe stehen und sich da verteilt haben, eine Art einladende Geste machen. Fast so, als sollte ich dort etwas sehen, etwas bezeugen. Er drückt mich immer weiter vorwärts. Ich habe das Gefühl, jetzt werde ich total schwach. Als ob dieser Glühwein, den ich getrunken hätte, mich irgendwie betrunkener gemacht hätte, als ich es hätte sein müssen. Ich höre, wie hinter mir das, die Musik leiser wird und wie die ganzen Gestalten, die auf diesem Hof standen, offensichtlich sich die Laufgeräusche sich hinter mir formieren, als würden die mir folgen. Und ich gebe weiter. Mhm. Erion? Eramin, wolltest du noch was sagen? Okay. Okay. Ja, ich würde mich dann dieser ganze Reigen, es wirkt ein bisschen auf eine sehr eigentümliche Art unglaublich besinnlich und schon einladend. Also man kann sich auch gar nicht dagegen wehren, alles so sich so furchtbar natürlich anfühlt, obwohl es auch irgendwie sich die Nackenhaare aufstellen. Und ich gehe näher zu der Krippe hin und sehe, wie die beiden stolzen Eltern wohl mich anlächeln, wohlwollend. Und werfe einen Blick in die Krippe. Und würde dann weitergeben. Darf ich oder ist gerade so still? Reihenfolge wäre Leopardin dran. Eigentlich wäre ich dran, aber ja, wenn Frage. Du jetzt sofort willst, dann. Ich wollte sie nicht wegnehmen, es war jetzt nur so ein. Hat halt so eine Intention, was passieren könnte. Dann mach. Okay. Ich werde wieder an diese Krippe geschoben und sehe vor der Krippe drei Schächtelchen stehen. Drei Kisten. Ich habe das Gefühl, das Gleichgewicht zu verlieren, falle auf die Knie. Ich kann gar nicht anders, außer diese drei Schächtelchen anzugucken. Die Personen rechts und links von mir öffnen diese Schächtelchen. Und ich sehe, in der mittleren ist etwas wie eine Schale, ein Holzschälchen. In der linken, oh mein Gott, ein Messer? Ist das ein Messer? Und in der rechten sehe ich etwas, das aussieht wie Kräuter oder es könnten auch feine Knochen sein. Würde weitergeben. Kuali, meine Damen, wer möchte jetzt? Ich bin ein bisschen irritiert, weil wir aus der Reihenfolge total raus sind, aber Entschuldigung, ich war nur so still, ich dachte mir, bevor keiner was sagt. Kräuter, Schälchen, Messer, kleine Schweißperlen bilden sich auf der Stirn und Biggie beginnt sich diesen Schweiß abzuwischen. Merkt,
Widerstand auf der Stirn? Ansätze von Hörnern an der Stirn? Schaut sich rechts und links um und die beiden Gestalten neben ihr nicken nur zu. Machen diese Geste Richtung einen der drei Schälchen. Dann kommt diese Stimme, die einen tiefen, brummenden Ton hat, irgendwie der so ein bisschen Ähnlichkeit hat mit diesem Summen, was man vorher schon wahrnahm. Und dieses Mal nimmt es aber Gestalt an, Wähle. Und weiter. Dass es jetzt offen ist. Also. Biggie spürt, wie sich so langsam so eine erwartungsvolle Anspannung hinter ihr aufbaut von den ganzen Leuten, die sich da versammelt haben. Das sind so Kleinigkeiten wie das Rascheln von Kleidern, die vielen kleinen Geräusche, die entstehen, wenn da eine ganze Menge steht, die zwar nicht spricht, die sich aber doch immer wieder ein bisschen bewegt oder sich einander zuwendet, wenn dann irgendwelcher Schmuck klimpert und sie spürt, dass die Leute warten. Ja, damit gebe ich ab. Keiner will das Verderben beschreiben. Okay, dann mache ich mal weiter, wenn es okay ist. Ja, einfach loslegen. Die Spannung nimmt zu, es ist fast wie von einem Gewitter. Also bevor man merkt, dass das Gewitter losgeht und in diese unbestimmte Art von Druck, der durch das Raschen von Kleidung, durch Klimpern von Schmuck, mischt sich das Schlagen von Hufen. Sind das Hufe? Die sich immer mal wieder ins Gehör stehlen. Und es scheint fast, als würde ein zu der klassischen Musik, die ganz schwach noch im Hintergrund zu vernehmen ist, ein Wähle, Wähle, Wähle durch die Menge skandieren. Und in dem Moment, als ich mich dabei ertappe, wie ich schon halb die Hand in Richtung des Messers ausgestreckt habe, spüre ich so ein Klopfen an meiner Brust und instinktiv fasse ich dahin und ich habe das Amulett meiner Großmutter in der Hand und ich gebe ab. Ich höre die Stimme meiner Großmutter in meinem Kopf, die sagt, sei Isaak. Dann höre ich die Stimme meines Großvaters, der sagt, sei Abraham. Dann höre ich eine andere Stimme. Vielleicht Urgroßmutter? Das Lamm, das vor Beginn der Zeit geschlachtet wurde. Ich habe das Gefühl, dass ich mich entscheiden muss, dass ich nach oben gucken möchte. Und alles, was ich aus dieser Krippe ragen sehe, sind zwei Hufe. Ich gebe ab. Der Arm war ja schon ausgestreckt Richtung Messer. Dann diese Stimmen und dieses Zurückerinnern durch den Ring in der Kette. Diese Stimmen im Hintergrund, in dieses Wähle, Wähle, der Schein von oben, von dem Stern, der auf dieses krippenartige Ding herunterscheint. Die strampelnden kleinen Hufe, die aus diesem Bettchen herausragen.
Alles ergibt gar keinen Sinn. Und doch macht es so viel Sinn. Gleichzeitig. Es wird etwas erwartet von Biggie. Aber habe ich wirklich eine Wahl als Biggie Freitag? Warum sind es drei? Ich bin keine gewalttätige Person. Nein, ich wähle kein Messer. Die Hand, die eben schon in diese Richtung war, geht rüber in die Mitte zu der Schale. Dann gebe ich nochmal ab. Ich nehme die Schale und halte sie nach oben. Ich kann meinen Kopf nicht höher halten und sehe, wie etwas in diese Schale läuft. Eine schwarze, klebrige Flüssigkeit, die sich am Boden der Schale sammelt. Etwas überkommt mich, als es riecht wie Teer oder eine Mischung aus Teer, geronnenem Blut. Es ist zähflüssig, schwarz und ich habe das Gefühl, ich müsste das trinken. Und es dampft, es scheint heiß zu sein, kochend heiß. Ich gebe ab. Der Schale, die jetzt so langsam ebenfalls warm wird, kommt, das ist fast, ja, es ist eine Art Erinnerung, eine Geschichte, die Großmutter erzählt hat, alte Sagen, die richtigen Geschichten, nicht die, wie sie an die Kinder heute verlegt werden, wie die Gebrüder Grimm ihre Märchen ursprünglich meinten, dass alles, jede schöne Sage einen schrecklichen Kern hat, dass viele Feste heute eine ganz andere Bedeutung haben oder anders begangen werden, als sie ursprünglich begangen worden sind. Und ich kann mich erinnern, dass sie mich warnte, dass wenn man eine Entscheidung trifft, dass es Entscheidungen gibt, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können, die einen für immer verändern und dann etwas binden, wenn man sie trifft. Wenn man sie leichtfertig trifft, wenn man verführt wird von scheinbar wichtigen und sich richtig anfühlenden Dingen, ohne sie zu hinterfragen. Und diese Flüssigkeit, die ich langsam herabsetze und die ich hineinsehe, die irgendwie etwas von Teer hat, aber auch wie fast schon die Konsistenz hat von schwarzem Harz, wie schwarzer Honig. Und dann würde ich nochmal abgeben. Honig ist eine süße Sache. Und als Biggie ansetzt, die Schale, und diese Flüssigkeit herunterstürzt, schmeckt es auch wie Honig. Süß im Mund. Und warm, heiß.
brodelt es noch bis in die Speiseröhre in den Magen herunter. Und dann zuckt es, durchzuckt es Biggie. Ein lauter Schrei hallt über den Innenhof des Jagdanwesens. Biggie reißt den Kopf nach hinten, starrt oben in die Helligkeit des Sterns, der jetzt noch viel näher scheint als noch vor ein paar Minuten und vor Augenblicken, als ob er an einem Seil nach unten gezogen worden wäre. Fast schon die Köpfe der hier versammelten Menschen berührend, so nah erscheint er. Und auf diese klassischen Musikstöne, die leise im Hintergrund schimmern, mischt sich ein Jubel der Menge. Ein letztes Mal gebe ich ab. Also wir haben noch zwei Szenen. Zwei Spielzüge. Ich spüre, dass es sich anfühlen muss, entfernt erinnert es mich an eine Taufe oder etwas dergleichen. Ich fühle mich einer Sache geweiht, einer Sache verschrieben. Ich kann mich wieder bewegen. Der Mann hinter mir lässt mich los. Ich schaue in die Krippe, eine Bewegung. Etwas in dieser Krippe erhebt sich. Zuerst ein gehörnter Kopf, etwas, das aussieht wie eine Ziege, starrt mich an. Warum sollte man eine Ziege in eine Krippe legen? Diese Ziege erscheint eine Mischung aus Hand und Huf zu haben. Dieser Handhuf zeigt auf meine Stirn und scheint sie berühren zu wollen. Ich gebe ab. Ja, es ist dieses, ist das wirklich eine Ziege? Nein, es ist ein Menschen. Es ist irgendwie beides. Und doch geht von diesem Wesen eine unglaubliche Anziehung aus, eine Kraft, wie ich sie noch nie gespürt habe. Es fühlt sich nicht nur richtig an, es fühlt sich so an, als wäre man jetzt erst ein Ganzes, als hätte ich mein Leben lang auf etwas gewartet, ohne es wirklich benennen zu können. Und während alle beginnen, auf die Knie zu fallen und ich gar nicht richtig mitbekomme, wie ich das selber tue, färbt sich das Amulett meiner Großmutter schwarz. Und es gibt einen einstimmigen Chor, der ertönt. Ich kann es nicht richtig verstehen. Es ist wie yeah, yeah, Shub-Niggurath, yeah. Und dann würde ich enden. Sehr schön. Epilog. Es geschieht abschließend mit Biggie Freitag. Und nun gemeinsam zusammen. Ihr Handy klingelt. Last Christmas. Auf dem Display steht Mama. Und wenn sie rangeht, wird sie eine schlimme Schimpftirade hören, wo sie mit dem Essen bleibt und dass sie auch immer noch nicht die Sachen vom Feinkostmann gebracht hat. Iggy nimmt das nur sehr dumpf wahr. Ein Lächeln umspielt ihr Gesicht. Sicher, Mama, ich komme bald. Bin sofort da.
steht auf, verlässt den Innenhof, geht an dieser Wache vorbei, die sie wissend anlächelt. Und draußen begegnet sie als erstes ihrer Freundin. Und? Vielleicht macht jemand anders. Es war schön. Es war wirklich schön. Die tollste Party, die ich je erlebt habe. Schade, dass du nicht dabei warst. Vielleicht beim nächsten Mal. Und ich streichle so ganz zärtlich über das, über den Arm rein. Ja. Und über den, ja. Und lächel versonnen vor mich hin. Ja, wenn keiner mehr was machen, keiner mehr was sagen will, dann wird Biggie nach Hause gehen, wird die Feinkost abgeben, wird sich dem üblichen Weihnachtsstress und Weihnachtsbrimborium ihrer Familie hingeben, wird mitbekommen, wie ihr Bruder mit seiner Mutter aneinander gerät. Aber all das ist dumpf, taub, spielt keine Rolle mehr. Und als alle weggucken und unter dem Weihnachtsbaum die Geschenke aufmachen, sieht man durch das Fenster draußen, als die Kamera langsam herausfällt, die grünen Augen von Biggie Freitag und den dumpfen Blick auf das Messer auf dem Tisch, das gerade noch im Braten steckt. Und dann enden wir, denke ich, an dieser Stelle dann auch. Ihr Schubnigurat. Ja. Schön. Ja. Puh. Krasse Sache. Krass. Oh, ja. Fröhliche Weihnachten. Ja, genau, fröhliche Weihnachten. Was lernt man davon? Kauft keine cool aussehenden Dinge von Händlern. Geht nicht auf den Weihnachtsmarkt. An Heiligabend. Zieht keine Händler über den Tisch. An Heiligabend haben die meisten Weihnachtsmärkte geschlossen. Echt? Spalter. Das nicht, macht das umso, nicht den Hintertupfingen. Umso mysteriöser. Das macht das umso mysteriöser. Nicht den Hintertupfingen. Der hat seit Jahrzehnten oder vielleicht sogar Jahrhunderten Tradition. Mhm. Ja. Puh. Ich bin ein bisschen, ich weiß gar nicht, was ich da jetzt irgendwie draus machen soll. Also. Ja. Ist weird. Ich muss gestehen, ich hatte kurz überlegt, ob sie das Messer vielleicht noch in der Hand hat und meinte, wir brauchen noch einen Festtagsbraten zu ihrer Freundin und sich zu ihr umdrehen. Ich hatte kurz überlegt. Nein, ich hatte mir jetzt. Nee, ich wollte nicht dazwischen quatschen. Also, das wäre jetzt auch so böse gewesen. Aber gut, du hattest ja offensichtlich am Ende denselben Gedanken wie ich nochmal so ein bisschen. Ja, ich wollte es ein bisschen offen lassen, was da jetzt genau passiert. Irgendwann ist es nur der Blick auf das Messer, der im Braten steckt. Vielleicht hat sie einfach noch Hunger, aber ja. Claro. Ja. Also es ist das eingetreten, was ich zu Anfang ein bisschen befürchtet hatte, dass es total konfus ist, weil sie jeder in eine andere Richtung rennt. Aber so ab der Hälfte, dann haben wir doch alle denselben Strang gehabt. Ja, also ich habe einen Weg ja krass vorgegeben, ne? Also als wir einmal rum waren, ich wieder dran war, habe ich ja ganz klar gemacht als Erzähler, wo ich hin will. Und ab da seid ihr mir ja gefolgt. Also es ist aber, komischerweise ist das ja in dem Stream von Mischka eben, also fast genauso gewesen. Da haben sie am Anfang ja auch irgendwie alle so hu, und dann irgendwann hat irgendwann so auch ab der Hälfte waren die dann alle auf Linie. Vielleicht ist das auch normal in diesem System. Also, keine Ahnung, ich habe das erste Mal gespielt. Ich glaube, das Bild wird halt auch immer klarer, ne? Wohin dann die Reise so ein bisschen gehen wird, wenn man so die ersten Hinweise kombiniert hat, sich die Vorstellung so anzugleichen scheinen. Ich fand es halt auffällig, also die Sache mit dem Handy war ja so von mir so impliziert mit,
Es hat sich einen Grund, da hochzugehen. Das war irgendwie so, ich wollte schon so in die Richtung schubsen, so ein bisschen, dachte ich mir so. Aber man kann sich halt auch so herrlich in die Parade fahren, wenn das Handy dann plötzlich einen Meter weiter gefunden wird. Ja, da hatte ich halt einen anderen Plan gehabt, der kam aber nicht mehr zum Tragen. Da hätte ich halt gesagt, sie findet das Handy, aber das Armband ist weg. Okay. Und dass sie dann dem Armband so instinktiv hinterher hastet. Okay. Und dass das dann darüber ins Rollen kommt zum Jagdschloss. Dass sie die Spur zum Jagdschloss verfolgt, wo der Typ dann ist und sie das quasi in die Hand nimmt und dann Dinge passieren. Mhm. Das wäre also mein Plan gewesen. Also ich muss zum System abschließend sagen, ich weiß noch nicht, ob ich das gut finde. Also es fühlt sich falsch an für mich. So vom Spielgefühl her. Ich habe jedes Mal, wenn ich irgendwie dran bin, ich schreibe ja nun auch mit Feramin und Rerion zusammen und so an einer Geschichte. Und das hat so ein bisschen, am Ende hat das auch so einen Touch davon. Irgendwie jeder schreibt irgendwie kurz was und dann hört auf und der nächste schreibt, war das ein bisschen wie so ein Forenrollenspiel, ne? Aber das vorher ist so ein bisschen, es fühlt sich so dumpf an irgendwie, weil ich hatte ganz viele Ideen zwischendurch und habe dann irgendwie, als weil du in dieser Beobachterrolle drin bist, irgendwie, ich finde, die ist zu schlecht definiert. Also das hat Rerion auch vor der Session auch schon mal angesprochen, auch an Leopardin, glaube ich, auch. Da habe ich noch gesagt, das wird sich schon irgendwie einpegeln, aber es fühlt sich tatsächlich als Beobachter, ich hab Hemmungen, dazwischen zu gehen und irgendwas zu erzählen, obwohl ich gerade eine Idee habe. Und das ist, ich glaube, es könnte befruchtend sein, wenn da drin stände, dass man das wirklich machen darf. Dann würde das wahrscheinlich noch konfuser werden in einer Art und Weise, weil dann dem Erzähler auch ganz viel weggeworfen. Aber wenn man dem Erzähler quasi die sagt, ja cool, die Idee finde ich cool, klasse, nehmen wir auf, dem quasi das letzte Wort gibt und ganz deutlich dem Beobachter auch die Chance gibt, Dinge auch neu zu formulieren, dann wäre das, glaube ich, offener und dann hätte ich mich wohler gefühlt bei der ganzen Sache. Ja, das war halt der Punkt auch. Ne? Man könnte natürlich sagen, es gibt einen Haupterzähler und es gibt quasi zusätzliche Plotschreiber, jetzt ganz blöd halt als Ausdruck genommen. Ne? Oder quasi so Leute, die, wenn du halt ein Drehbuch schreibst und dann die Leute, die dann an manchen Stellen noch mal ein bisschen nachkorrigieren und dann halt sagen so, Alter, könntest du noch zwei Sätze reinmachen, um man dann den Faden direkt wieder aufnimmt. Ja, Schmetterting schreibt gerade, die Beobachter können sich melden, wenn sie was einwerfen wollen. Aber das ist ja, ich meine, dieses Einwerfen meine ich ja nicht als Einwerfen. Ich hätte hier Einwerfen, kann man so auch. Aber was wirft man denn ein? Also es ist ja ausdrücklich verboten in dieser Beschreibung des Beobachters, dass man neue Dinge dazu tut. Sondern sich bei dem hält, was schon beschrieben ist. Aber das macht das kaputt für mich, also dieses Spielgefühl davon. Also, ja, das ist eben auch das Problem mit diesem Rollentausch, dass man die Rollen immer durchtauscht. Wenn die Rollen quasi fix wären für einen kompletten Durchgang, dann könnte die Erzählerin quasi hat schon so eine grobe Richtung, wo es hingehen soll. Und dann, weil wie Rerion gemeint haben mit den Drehbuchschreibern, wenn da Leute noch ergänzen, die kennen aber die Story vorher schon, die kriegen das komplette Drehbuch und schmücken es noch ein bisschen weiter aus oder ergänzen wo noch oder sagen, ach guck mal, da machen wir noch so einen Kniff, der ist schön. Die kennen aber die Geschichte schon, die wissen, wo der Weg oder zumindest ein Stichpunkt in die Geschichte und wissen, wo der Weg hingehen soll. Und durch das ja immer wieder durchgetauscht wird. Oder dass man das vielleicht machen könnte, dass der, also gerade das mit dem Tauschen finde ich extrem verwirrend dann, weil du kannst ja keine Gedanken lesen. Ne? Das ist halt, ich war so dankbar, dass Leopardin in den Kaufhof gegangen ist, weil meine Idee war, der Papa hat beim Bügeln die Stoffservietten versaut und sie braucht neue. Das mit den Häppchen war super. Das war so, okay. Ja, ne, das ist halt, dass man halt wirklich versucht, alle Orte mit einzubeziehen irgendwie. Auch dafür könnten die Beobachter gut fungieren. Dass man, und ich kann mir das gut vorstellen, wenn der Erzähler, sag ich mal, den Handlungsstrang komplett spinnt, vielleicht nicht bis ins kleinste Detail, aber halt den groben Handlungsstrang und die Beobachter so quasi vielleicht so ein bisschen, ich sag jetzt mal, Aufgaben bekommen, bestimmte Einschübe zu geben. Zum Beispiel, dass Artefakt X irgendwie in Szene 2 kommen muss, jetzt ganz blöd halt mal gesagt als Beispiel, oder kommen soll, weil der Erzähler ja weiß, was in Szene 3 passieren soll. Und dass da halt
man dann, also so zu dritt, das dann ausbaldowern kann zum Beispiel oder zu viert. Ne? Das könnte man... Dann bist du wieder bei einem relativ klassischen Ansatz. Ich finde das gerade gut, dass es, also ich finde diesen Wechselaspekt gerade, das ist ja das Alleinstellungsmerkmal für mich, was das hier angeht. Sonst könnte ich auch irgendein anderes Erzählspiel spielen. Ich finde, das ist gerade diese Verwirrung am Anfang und dieses Zusammensetzen von den verschiedenen Ideen, wo man nicht weiß, wo der andere hin will, finde ich eigentlich ganz, ganz bereichernd. Einfach, weil es die eigenen Vorstellungen nochmal jedes Mal wieder neu in Frage stellt und sich jeder wieder neu auf was anderes einsetzen muss und man automatisch von verschiedenen Sachen was zusammensetzt. Was für mich halt dumpf ist, ist halt dieser Beobachter, der nichts machen kann. Ist halt quasi raus. Das ist halt. Was mich halt so ein bisschen irritiert, ist halt so diese ganze. Also, das Spiel erinnert mich halt an dieses Spiel, das man vielleicht aus der Kindheit kennt. Einer fängt an, eine Geschichte zu erzählen, der nächste macht weiter und am Ende kommt halt irgendwas ganz Spannendes dabei raus. Das ist für mich so die Grundstruktur oder die Grundidee dieses Zirkelsystems zu sein. Prinzipiell eine gute Sache. Wird natürlich immer schwieriger, je mehr Leute man einbindet. Und dann sehe ich halt in Korrelation dazu dieses Hinweissystem, wo ich mich halt mal frage, okay, man kann jetzt willkürlich irgendwelche Hinweise einfügen. Ich glaube, ich würde das viel, viel spannender finden, wenn man eine Liste hätte von Hinweisen. Man würfelt aus, welche Hinweise auftauchen und baut die dann ein. Ja, dass man also gar nicht so man hat das dezent hat. Gemerkt, dass du Probleme mit den Hinweisen hattest. Ja, weil du kannst einfach alles einfügen und das spielt ja gar keine Rolle, weil, was weiß ich, in der einen Szene das, in der nächsten Szene das und das ist. Ich fände es ja irgendwie spannender, wenn man halt so Schnipsel kriegt und die dann einfach einbaut. Und dann halt daraus versucht irgendwie diese Geschichte quasi, um diese Schnipsel drumherum aufzubauen, wie so ein Konfettikurs. Aber wo ist denn der Unterschied, ob du dir es willkürlich aus einer Liste bestimmt oder die dir selber ausdenkst? Ich denke halt, dass der Anspruch einfach. Nee, also ich erinnere mich dann an dieses Spiel Club Edo. Du hast irgendwie eine Karte, was weiß ich, Madame Pomfrey im Billardzimmer mit dem Revolver. Mit dem Revolver, genau. Mhm. Dass man einfach versucht, halt anhand dieser Hinweise zu rekonstruieren oder rekonstruierend aufzubauen, wo dann diese Reise eigentlich hingeht überhaupt erst. Ja, mal. Aber genau das solltest du doch jetzt auch machen. Genau das ist auch das Prinzip von diesem Schreib nach jeder Szene auf, deine wilde Fantasie, ich weiß nicht mehr, wie der Fachbegriff war, was es jetzt ist oder nicht. Also so habe ich das verstanden. Und ich meine, der relativiert sich einiges nochmal wieder, ne? Nach der ersten Szene, nach dem ersten Hinweis, hast du vielleicht eine Vermutung, beim zweiten merkst du schon sofort, alleine so, ne, weil ich jetzt irgendwie gedacht habe, so, du erkennst das Muster irgendwo her, ne, wenn wir da anfangen. So, und ich habe gedacht, oh, die ist hier Literaturwissenschaftsstudentin. Die hat das irgendwie als Ornament oder Verzierung in der alten Ausgabe von Dantes göttlicher Komödie irgendwie gesehen. Oder so. Und dann sagst du, in der zweiten Szene fängst du an zu beschreiben und sagst, das kenne ich aus Kinderzeiten. Und ich denke so, das ist toll. Kaputt. So, aber das ist ja genau das, dass du deine mit den Szenen, mit deinen Sachen, die du da irgendwie überlegt hast, am Ende auf irgendwas kommen musst und dann ja die Freiheit hast, wenn jetzt zum Beispiel, so habe ich das zumindest auch dem PDF entnommen, wenn du jetzt sagst, okay, diese und diese Mysterien, diese Hinweise kriege ich mit meiner Theorie, die ich da jetzt im Laufe der Zeit irgendwie so für mich auf dem Papier irgendwie durchgesponnen habe, irgendwie erklärt, dann fange ich an als Erzähler bei der Szene, wo es dann wirklich aufgelöst wird, was das Mysterium ist. Und man legt den Grundstein dafür, dass wir da hinkommen. So. Ja. Also ich muss halt jetzt sagen, also ich denke, für mich ist es tatsächlich nichts, weil es mich das völlig aus dem Konzept bringt mit dem Wechseln. Das bringt mich völlig raus. Weil ich habe meine Struktur, ich weiß, wohin ich will. Und wenn ich dann gebremst werde an dieser Stelle, bin ich aus meiner Kreativität dann raus. Weil ich dann wieder ganz neu erst denken muss. Und wenn ich dann wieder einen neuen Weg gefunden habe, batsch, bin ich wieder raus. Ja. Es ist, glaube ich, genau so, wie du das beschreibst. Es gibt wahrscheinlich echt Typ, also so ein Typus-Spieler, der halt der braucht eine klare Struktur. Also würde ich jetzt mal behaupten, dass das bist du dann, so eine ganz klare Struktur, so eine Vorgabe, irgendwas, wo ich mich so dran kralle und wo ich so lang gehe.
Und dann geht es wieder irgendwie, ich würde mich jetzt mal als jemand bezeichnen, der eben das gar nicht hat, weil ich auch sonst als Spielleiter irgendwie so gut wie keine Sache habe, an der ich mich festhalte und wo ich lang gehe, sondern einfach auf das reagiere, was passiert. Und ich glaube, da ist es halt in dem Sinne dann einfacher, sich auf sowas einzulassen, weil du dann ja auch automatisch, also auch bei anderen Systemen, genau die gleiche Sache machst, also ständig auf die neuen Impulse deiner Spieler reagierst. Ich glaube, das zum Beispiel kriege ich ja problemlos hin. Ja, aber das ist dann nur dieser Wechsel. Das geht halt tatsächlich nicht, wenn du mehrere Spielleiter hast für mich irgendwie. Das funktioniert nicht, sozusagen. Ja, also die Frage ist halt, warum kriegst du das als Spielleiter hin, wenn deine Spieler neue Ideen einbringen, dich dann daran zu halten? Und jetzt einfach, liegt das an der Rollendefinition? Oder ich glaube ja. Ich glaube ja. Ich finde auch dieses Szenenkorsett irgendwie, es zwängt doch sehr ein teilweise. Ich glaube, es wäre, wenn man es ein bisschen lockerer fasst, glaube ich, fürs Rollenspiel selber, für das Ausspielen von Figuren und Charakteren besser, wenn man das nicht so rigoros fasst. Aber persönliche Meinung an dem Punkt. Ja gut, aber du brauchst ja irgendwie eine Begrenzung. Du musst ja irgendwie klarkriegen, ne? Also ich meine, wir hätten schon die erste Szene wahrscheinlich noch bis 2 Stunden ausspielen können. Also du guckst ja, siehst ja, mit wem du jetzt hier gerade auch in einer Rollenspielrunde sitzt. Wir sind bekannt dafür, dass wir so einen Scheiß auswalzen können, bis zum geht nicht mehr. Also wenn nicht irgendwie das auch klar irgendwie definiert wäre, wann so eine Spielszene irgendwie dann, oder das ist irgendwie ein kleiner Ausschnitt und dann geht's weiter und dann ist wieder Wechsel drin. Ich glaube, dann würdest du einen Abend für eine Szene brauchen und dann weißt du in 2 Wochen beim nächsten Mal schon nicht mehr. Also ich könnte mir dieses Spiel nicht als eines vorstellen, was du so wie wir unsere Kampagnen irgendwie mit Unterbrechungen von 2 Wochen dazwischen spielst oder so. Nee. Sondern das muss dann wirklich in eins durch, auch damit es den Bogen auch hat, damit es die Spannung auch behält, damit es irgendwie die Verwirrung behält. Ich meine, das ist ja für den Protagonisten in dem Fall ja auch genau dasselbe. So, hä, was soll denn dieser komische Scheiß um mich herum? Es ist ja genau dieses Gefühl, was auch so ein bisschen transportiert werden muss. Und ich merke gerade, wie ich die Idee total charmant und spannend finde und trotzdem sagen muss, für mich ist es nichts. Aber ja, genau. Das ist so, ähnlich geht es mir auch. Ja. Ne, ich jetzt so, wo ich auch selber irgendwie dafür jetzt gerade, ich werde nicht sagen, für das Spiel hier einspringe, aber doch irgendwie nochmal versuche, so Kritik aufzunehmen und das irgendwie nochmal, weil ich die Idee dahinter total geil finde. Eigentlich. Aber ich glaube, es hat auch viel mit der Art und Weise zu tun, wie wir das verstehen vielleicht auch. Meine, wir haben jetzt dieses Regelwerk interpretiert, wir haben uns ja vorher abgesprochen, wie wir es deuten und bestimmte Handlungsvorgänge deuten oder Szenen, Interpretationsdeutungen und dergleichen machen. Das muss ja nicht heißen, dass wir das jetzt zwangsläufig so grundlegend verstanden haben, wie es vielleicht gedacht war. Meine, es ist ein Kickstarter-Set. Es ist halt eine sehr, sehr geknautschte Version dessen. Aber wobei ich halt, muss dein Beispiel mit Cluedo. Da fände ich zum Beispiel, könnte das super funktionieren, wenn du einen fertigen Fall hast und den zurückverfolgst zu seinem Anfang als Horror. Mhm. Wenn du halt sagst, du kommst quasi, wenn du jetzt investigativ sagst, du bist eine Ahnung, Privatdetektiv, bla, ist ja egal erstmal, und du findest halt, es beginnt halt quasi mit deinem absoluten Albtraum und geht zurück und du musst dann ergründen, warum du da hingekommen bist. Das fände ich vielleicht als Ansatz sogar noch ein bisschen interessanter. Also ist jetzt meine Meinung. Könnte man auch so rum aufziehen. Ne? Also ja. Die Schmetterthings geben hier uns ja auch irgendwie ihr Recht. Also diese Szenenstruktur ist genau das, was der Eisener Herz irgendwie als diese Kindergeschichten weitererzählt Spiel halt beschrieben hat, sagen sie auch. Und ja, es ist ein One-Shot-System, klar. Aber ich denke, das war auch klar. Es gibt übrigens in dem fertigen Spiel dann auch mehr Möglichkeiten zur Interaktion mit der Geschichte. Also es ist ja ein Schnellstarter, den wir haben, der limitiert ist auf eine bestimmte Art. Da gibt es ja noch Möglichkeiten dann irgendwie auch als, wie ich das so verstanden habe, auch als Beobachter mit Sonderkarten und so noch in bestimmte Richtungen noch die Geschichte anders nochmal zu verändern. Das könnte natürlich auch nochmal ein extra Kick werden, was das Ganze wieder in eine andere Form nochmal reingeht. Und Schmetterting schreibt auch gerade, die Szenen müssen nicht in chronologischer Reihenfolge gespielt werden. Völlig klar. Ja. Irgendwie dann kann man das genauso machen, wie der Rerion noch gesagt hat, wenn man das unbedingt will. Ne? Ja, also es ist. Ja. Ich glaube aber, diesen Szenenrückwärtsfall hätte ich tatsächlich
besser gefunden, also tatsächlich wirklich spannend, diesen Gedanken super spannend gefunden. Blödes Beispiel, wie wir jetzt am Ende mit dem Epilog quasi beendet haben, dass er sich, Biggie steht halt da, sieht das Messer, die grünen Augen, man beschreibt so ein bisschen rückwärts, es gab, was weiß ich, man beginnt quasi mit dieser Szene, sagt irgendwie, es gab einen grauenhaften Mordfall in Hintertüftelingen, grausamer Ritualmord, Eltern am Weihnachtsbaum zerstückelt, von eigener Tochter, Tochter wahnsinnig geworden, dann ist das Mädchen vielleicht in einer Therapie, vielleicht völlig gebrochen, nicht ansprechbar oder irgendwas. Und man muss jetzt als Investigator irgendwie oder als andere Figur, als ihre Freundin zum Beispiel, versuchen zu rekonstruieren, was ist da eigentlich passiert? Wie konnte es dazu kommen? Ja, und dann bist du doch wieder so ein bisschen im klassischen Cthulhu, ne? Weil wie viele Cthulhu-Abenteuer fangen genau so an? Ja. Also... Naja, das ist halt Lovecraft. Ja, nein, aber ich meine, das ist ja gerade das Innovative irgendwie, dass es ein bisschen anders ist. Und das ist, dann kannst du auch klassisch Cthulhu spielen irgendwie. Vielleicht aber ist das Ganze auch irgendwas, was man 2-3 Mal spielen muss, bis man es richtig gut findet. Vielleicht. Also bis man jetzt nicht so dieses, oh, und was müssen wir jetzt und was dürfen wir nicht vergessen, sondern wenn das quasi irgendwie ein bisschen Routine wird, dass man sich dann vielleicht auch an den Wechsel mit diesen Rollen gewöhnt und das Ganze, dass man sich einfach ein bisschen wohler drin fühlt und dass dann manche Sachen brauchen eben auch mehr wie einen Versuch, bis man sie wirklich richtig gut findet. Stimmt. Ich finde das halt so, was ich total charmant finde an der Idee von diesem Spiel, ist es halt wirklich, das ist trainiert, Mitspieler auf die Sachen einzugehen, die andere Leute einwerfen. Es trainiert Leute, also es zwingt dich ja als Spieler, von deinen Ideen abzulassen und das zu nehmen, was andere machen und daraus was Neues zu kreieren. Und am meisten abgefuckt heute Abend hat mich, dass das nicht immer geklappt hat. Ja. Also das, diese Cuts dazwischen, ne? Und dann, dass der Faden nicht nahtlos aufgeht, das ist so, da bin ich irgendwie vom Typ her, das kann ich nicht ab. Da kriege ich dann so, boah. Er hat doch gesagt, ich gucke in die Krippe und dann sagst du, ich setze mich hin und mach 3 Päckchen auf. Also es tut mir leid, aber da kriege ich einen Föhn bei. Da war ich raus dann an der Stelle. Ja, aber du warst schön, du hast nichts gesagt an der Stelle. Du hättest es ja machen können. Ja, ich habe überlegt. Ich habe überlegt, weißt du, und das ist natürlich auch irgendwie, lebt das von einem schnelleren Reaktionswechsel und die habe ich dann auch nicht, ich bin da nicht schnell genug und dann passt es mir nicht, wie es weitergeht und dann bin ich raus. Deswegen am Ende passiert. Deswegen fände ich das ganz cool, wenn man die Reihenfolge halt beibehalten hätte. Ne? Dann ist es auch egal, wenn Stille herrscht, dann kann man halt irgendwie warten, irgendwie, ne? Wenn Leute irgendwie sagen, irgendwie, okay, ich brauche jetzt 5 Minuten, bis ich mir... Ja, so lange hätte ich gar nicht gebraucht. Ist ja Wurst, lass es 10 Minuten sein, dann mach mal einen Pause-Button und Dingens so. Aber es muss nur klar irgendwie kommuniziert werden, ich habe was, ich arbeite dran, so fertig so. Und dann nicht das direkt, also wir sind ja direkt rausgesprungen aus dieser Reihenfolge. Das hat mich wiederum total rausgebracht, weil ich das wissen wollte, aber gut. Vielleicht ist das auch einfach was wirklich schöner ist, irgendwie an dem Tisch zu spielen, wie jetzt hier in einer Online-Runde oder in einem Stream, wo man ja auch diese langen Pausen irgendwie für die Zuschauer vermeiden möchte, wo man einfach so das Gefühl hat, jetzt hier so alle sitzen vor der Kamera und grübeln nach, das kommt in dem Stream viel ungemütlicher, wie wenn wir so vorm Rechner sitzen, würde auch wirklich an einem Tisch sitzen, was weiß ich, mit einer Flasche Wein oder einer Kanne Tee, wo man sagt, oh du, da muss ich jetzt mal kurz drüber nachdenken. Gib mal nochmal die Chips rüber, wo man dann vielleicht auch ein bisschen mal auch drüber diskutiert, was man da macht. Und am Tisch hast du ganz andere haptische Möglichkeiten noch. Du hast halt diese, wie das ja auch in dem Schnellstarter auch beschrieben wird, diese Karten, die du austeilen kannst. Dann hast du vor dir nochmal irgendwie genau deine Rolle vor dir liegen. Das ist ja bei euch jetzt alles total abstrakt. Ich habe jetzt hier wenigstens das Overlay von dem Stream halt hier und habe halt die ganze Zeit die Chips hin und her geschoben. Das heißt, ich habe Twitch offen, aber... Ja, aber ich hatte die Haptik halt, ne? Also ich habe die Sachen halt da rumgenommen und so. Und ich habe halt hier auch diese Sachen eingefügt und so. Und wenn ihr das am Tisch spielt und dann so eine Karteikarte habt, wo ihr dann irgendwie die Biggie irgendwie mit ihren Attributen, und wenn jeder schreibt irgendwie ich habe hier was wir dazu schreiben, dann steht das halt auf dieser Karte drauf und man hat es halt gemeinsam am Tisch gemacht. Ich glaube, das wirkt noch mal ganz anders, als wenn man es online macht. Also nachdem ja die Päckchen jetzt hier leider nicht für Silvester ankommen, weil ich verbringe Silvester mit Freunden, wo das genau eine Möglichkeit wäre, wo ich sagen würde, ich würde es jetzt mal mitbringen, dass man sagt, ach komm, wir setzen uns da mal gemütlich zusammen, wo es dann auch einfach egal ist, wenn man sagt, eine Szene dauert vielleicht auch mal eine halbe Stunde oder 45 Minuten, weil man sich jetzt gerade drin verdaddelt. Ja. Also ich würde mal sagen, so als so
Party, in Anführungszeichen, Spiel für Leute, die irgendwie rollenspielaffin sind, am Tisch, wie gesagt, wo man vielleicht auch noch einfach mit ein bisschen Deko-Atmosphäre drumherum macht und so weiter. Und man, sorry. Ja, mach. Und man kriegt damit aber vielleicht sogar dann Leute zum Rollenspiel, die eigentlich Rollenspiel nicht so richtig mögen. Oder die das nicht richtig greifen können, was ist das überhaupt? Die dann halt einfach, dann tanzt es als normale Gruselgeschichte. Quasi so am Lagerfeuer, so jetzt gesagt, man erzählt. Und da könnte das auch sehr geil funktionieren mit Atmosphäre draußen zum Beispiel. Mhm. Also ich glaube, das könnte da tatsächlich den Ötis vielleicht auch nicht so ernst nehmen, wie ich es jetzt mit der Konzentration über Internet halt habe. Also das interessiert mich auch, was der Schmetterting Verlag hier gerade fragt, aber ich würde die fragt nach dem voreiligen Schlüssen. Das nehmen wir gleich mal auf, aber ich hätte eine Sache noch, die ich vorher noch irgendwie noch mal einwerfen wollte, die mir jetzt irgendwie spontan wieder entfallen ist, verdammt. Es ging ja um diese Lagerfeuer-Sache, womit man Spieler irgendwie anleiten kann. Was mich jetzt heute total geflasht hat, irgendwie an diesem Versuch, war mal zu sehen, wie Feramin und Leopardin, also Eiserne Herz kenne ich jetzt nicht, sonst großartig, also war auch interessant zu hören und zu sehen. Aber Feramin und Leopardin sind beide welche, die sonst immer nur Spielerinnen sind. Und sonst nie damit beteiligt sind, irgendwie Szenerien zu beschreiben oder eine Szene einzusetzen und irgendwie. Und bei Feramin weiß ich es, dass sie sogar sagt, ich kann nimmer Spiel leiten, das geht nicht. Und das heute zu sehen, weil das System dich ja dazu angeleitet hat. Und es ging. Gezwungen, nennen wir es gezwungen. Es ist gezwungen. Von mir aus nennen wir es zwingen. Aber es ging und es funktionierte und es war eine schöne Szene. Und vielleicht macht sowas halt den Leuten auch Mut, das dann auch mal in einem anderen Rahmen halt auch mal auszuprobieren. Ich weiß es nicht. Also wenn man da merkt, irgendwie in dieser kleinen einen Szene, du bist ja sehr limitiert da, aber da funktioniert das schon und ne, man probiert sich da aus. Ja. Also schön, fand ich. Hat mir das Ganze sehr bereichert. Da muss ich Koali in einem Punkt auf jeden Fall recht geben. Also das System hat einen sehr schönen Aspekt. Ich bin selber auch Spielleiter. Also zum Thema sich in andere Rollen eindenken müssen, auf Spieler reagieren müssen, das kenne ich tatsächlich auch. Ich habe auch gemerkt, am Ende hatten Leopardin und Feramin auch, glaube ich, so ein bisschen Probleme mit dieser letzten Szene, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt. Da haben sie sich irgendwie unwohl mitgefühlt. Und ich finde aber, das kann auch Spieler anleiten, auch diesen Blickpunktswechsel irgendwie vorzunehmen. Das finde ich eigentlich eine ganz spannende Geschichte. War das denn so, dass ihr euch damit unwohl gefühlt hat? Also Leopardin hatte gerade gesagt, sie musste einfach länger überlegen. Ne? Und hat deswegen nichts gesagt. Ja, das war der Punkt, wo ich dann rausgekegelt wurde. Ne? Ich brauchte einfach einen Moment, um zu überlegen, wie ich diesen Wechsel reinkriege von dem, was ich mir gedacht habe, was vielleicht passiert. Und dann die Szene, die Ririon in dem Fall dann vor mir beschrieben hat, wie er da drauf zugeht. Und ich dachte so, okay. Weil er sagte ja, ich gucke in die Krippe. Und ich war irgendwie, wie sieht denn das aus? Und ich dachte, ist es jetzt? Ich dachte, irgendwie wäre cool. Und in meinem Kopf so, irgendwie wäre cool, wenn es ein ganz normales Baby wäre. Oder sieht das total abstrus aus? Und dann ging das so Ping-Pong in meinem Kopf hin und her. Und dann war irgendwie eine ganz andere Szene, die du dann beschrieben hast mit den drei Päckchen. Und dann war ich irgendwie so raus, weil ich da irgendwie ganz, ganz auf einem anderen Pfad unterwegs war. Mhm. Und spieltet ihr euch die Bälle da irgendwie so zu und keiner wollte dann irgendwie und da war dann einfach für mich irgendwie Schicht im Schacht und ich dachte irgendwie, finde ich in die Szene nicht wieder rein. Das ist aber eine ganz schöne Sache, weil Leopardin auch beruflich auch Reden schreibt und so, ne, und dann man genau dieses Ding halt hat, auch wenn man dann Reden auch mal hört und auseinander nimmt und analysiert und so. Und dann hat man manchmal genau diese Sache dann. Wenn der Redner irgendwann mal so eine Sache sagt, und dann hält man sich so geistig so daran fest und spinnt das weiter. Und dann sagt er aber was komplett anderes, was ich gar nicht wissen will. Und dann ist man so komplett raus. Ich glaube, so ähnlich war es ja irgendwie, ne? Ja. Aber da ist, glaube ich, dieses feste Einhalten der Reihenfolge, glaube ich, auch wichtig. Ich hatte zwischendurch teilweise echt ein schlechtes Gewissen. Ich meine, ich hatte relativ schnell ein klares Bild, wie ich mir vorstelle, was jetzt da irgendwie reinfallen könnte in diese Szene. Und ich dachte mir irgendwie, okay, jetzt ist so ein Schweigen. Ich wollte dieses Schweigen halt irgendwie jetzt nicht nehmen. Ich dachte mir, jetzt springst du so in die Bresche. Aber ich habe dabei tatsächlich ein schlechtes Gewissen gehabt. Weil ich dachte, jetzt nimmst du den beiden irgendwie das Spiel so ein Stück weit weg oder die Möglichkeit, ihren Teil beizutragen.
Deswegen habe ich auch extrem lange gewartet, bevor ich überhaupt was gesagt habe, weil ich hatte dann den Kopf vor Ideen platzen in den Momenten. Mhm. Und ich meine so. Ja, da wäre jetzt eben der Vorteil gewesen, weißt du, wenn man sowas geschrieben hätte, wenn es jetzt so eine Art Forenrollenspiel gewesen wäre, ich hätte jetzt das auch mal eine halbe Stunde oder eine Stunde einfach liegen lassen können und drüber nachdenken können und sagen, was würde mich denn jetzt kicken, da weiterzumachen? Was habe ich denn dazu im Kopf? Aber da hätte ich mehr Zeit gebraucht. Aber unangenehm war die Szene halt nicht, ne? Bedingt meins. Hm? Unangenehm war die Szene aber nicht, ne? Ein bisschen. Na, eher dieses, was soll ich jetzt dazu sagen? Also es war nicht das, was geschehen ist, sondern, oh Gott, was soll ich jetzt da noch irgendwie Sinnvolles dazu beitragen? Ja, dann wollte ich halt die Kurve kriegen zum direkten Lovecraft. Und als er beschrieben hat, es sieht irgendwie ziegenartig aus, da war das Thema für mich halt gegessen. Dann wusste ich, worauf ich es hinauslaufen lassen will, um halt einigermaßen Lovecraftschen... Ein Lovecraftesken? Lovecraft Köln Schwall hinzukriegen. Und guck, und damit kenne ich mich halt nicht aus. Ja, das, aber da ist ja eh die Schluss, der Schlussakkord quasi war. Dann dachte ich, okay, dann machst du das Ding rund und nimmst Schub-Nigorath. So. Hat doch Tradition auf diesem Kanal, der Schub-Nigorath. Ja. Okay. Also ich muss gestehen, ich hab selber noch nie Cthulhu gespielt. Ich habe ein paar Let's Plays geguckt, aber ich würde es unglaublich gerne mal spielen, aber ich habe davon von der ganzen Materie quasi so gut wie keinerlei Ahnung. Für mich ist gut. Ich dachte irgendwie so, ja, was passt zu Weihnachten? Es ist die Geburt des Antichristen. Oder irgendwie sowas. Das war so mein so, in dem Augenblick, als ich an der Stern und an Lovecraft dachte und diese, das Weihnachten mit Lovecraft kombinieren wollte, da ging fast schon gar nichts anderes mehr. Aber gerade für Cthulhu ist es halt eigentlich gut als Spiel, also wenn du den Mythos nicht kennst. So. Aber ich war bei einer ganz anderen Kiste, weißt du, ich wollte mit einer abgefahrenen Sternenkonstellation ein Monster aus der anderen Welt in die Erde bringen, und zwar in Gestalt eines... Andere Welt war zwischendurch, ich hatte hier zwischendurch auch noch was offen zum Nachspicken, weil ich gedacht habe, wie war das, man soll klauen, wo man sich auskennt, da war doch was mit hier jemand, dessen Persönlichkeit in eine Taschenuhr verbannt wurde, und dann ist da auch irgendwo grünes Leuchten am Himmel. Komm, da kann man ja vielleicht klauen. Ja, also das führt uns ja zu den Hinweisen und den voreiligen Schlüssen, die wir vielleicht den Zuschauern mal dann machen können. Ich beginne einfach mal, weil bei mir ist das relativ unspektakulär. Ich habe mich tatsächlich auch schwer getan, voreilige Schlüsse zu notieren. Es widerstrebt mir, weil sobald ich das festschreibe, habe ich irgendwie das Gefühl, irgendwie ich müsste mich festlegen und ich wollte mich nicht festlegen. So, deswegen. Genau, das habe ich auch, ja. Der erste Punkt. Das war wahrscheinlich genau der Grund. Ja, ja. Deswegen habe ich mich damit schwer getan. Erster Punkt war ja dieses Wiedererkennen des Musters auf der Kette. Da habe ich jetzt erstmal auch gar nichts großartig hingeschrieben, weil ich ja die Sache beschrieben hatte und ich hatte mir dazu gedacht, irgendwie ja einfach mal eine gruselige Grundstimmung zu schaffen irgendwie. Ich habe zuerst kurz überlegt, ob ich das beschreiben soll, was das Muster ist, oder habe dann aber gedacht, das ist irgendwie was jemand anderes besser beschreiben kann. Mehr habe ich mir dabei überhaupt noch gar nicht gedacht. Einfach mal so ein Ding einfach, das kennst du irgendwo her, komisch. Einfach mal diesen Begriff komisch einfach mal in den Raum zu stellen. Was war das Erste bei Feramin? Das war Zufall. Sie hat es halt in irgendeinem Buch mal gesehen, das Muster. Mhm. Also in das Herz? Ich hatte mir dazu Tatsache 3 Punkte aufgeschrieben, aber alle mit Fragezeichen. Ja, klar. Antik, magisch, Fessel. Fessel kam ja dann später auch vor, ne? Es war halt so dieses, also was ist halt so ein Armband, es hat immer irgendwie, so was Bindendes, ne, irgendwie. Mm-hmm. Ja, Rerio? Ich habe mich notiert, Symbol im Märchenbuch der Großmutter. Mhm. Also schon spezifischer, aber da bist du nicht mehr zu gekommen, weil dann war es schon wieder weg, ne, ja. Leopardin? Das passt ja wieder zur Kette. Ja. Ja, ich hab ja beim ersten schon vor lange gebraucht, ne, weil ich da so lange überlegt habe. Aber ich dachte schon, boah, das könnte doch, habe ich vorhin schon mal gesagt, ne, irgendwie so eine Verzierung aus Dantes. Oh, jetzt hat Skype sie wieder rausgeschmissen, bestimmt. Aber sehr schönes Standbild. Ja, ich wollte es nicht sagen.
Ich merke, ich bin gefangen. Ich habe jetzt tatsächlich im Reflex bei mir ein Häkchen gemacht für richtig. Abgehakt. Sehr schön. Ja, hoffen wir mal, dass sie wiederkommt. Ich mache schon mal weiter mit dem zweiten Punkt. Der Brummton war das als Hinweis, ne? Ja, da habe ich einfach hingeschrieben, die Kasse ist einfach kaputt. Technischer Defekt des Kartenlesers. Ja. Meine erste Vermutung war, das Band vibriert. Das ist eine Tasche, das vibriert aus irgendeinem Grund. Ririon? Die Karte geht nicht. Ja. Nein, jetzt mache ich keinen Haken. So, Leopardin, noch zu dem ersten. Du warst ja bisher kurz rausgeflogen. Ja, mal wieder. Skype hat mich heute unfassbar lieb, ne? Ja, ich habe das ja vorhin aber schon mal gesagt, ne? Du hast doch, glaube ich, das falsche Mikrofon wieder an. Ja, ich bin ja bei Skype rausgeflogen, dann ist ja. Jetzt bist du, ja. Ganz ruhig, kein Stress. Ja, du machst mir gerade welchen. So, jetzt ist es das richtige Mikro. Richtig, ja. Ist gleich so. Ein viel angenehmerer Ton auf meinem zarten Ohr. Ja, genau. Und genau, ich hatte ja schon gesagt, aus Dantes göttlicher Komödie könnte das kommen, weil der in dem Inferno-Teil ja die Hölle so krass bildreich und wahnsinnig geil beschreibt irgendwie eigentlich. Und ich dachte, wenn so in dem Zusammenhang irgendwie da so ein Ornament auftauchen würde, was denn nachher mit einer anderen Welt in Zusammenhang steht, ich war ja schon voll in diesem, wir sind in Lovecraft, das ist dann natürlich gleich, glaube ich, mit dem ersten Satz der zweiten Szene war es dann. Aber war eine coole Idee, glaube ich, finde ich immer noch, ich stehe dazu. Ist auf jeden Fall unglaublich weit gedacht. Ja, deswegen habe ich auch so lange dafür gebraucht. Was hast du denn zu zwei? Zu dem Brummton. Ja, da habe ich gedacht, irgendwas ist hier unterirdisch oder los. Weil du da auch schon, oder wer hat es denn da beschrieben? Da war auch schon so ein. Ein bisschen verhext. Skype! Heute. Skype ist Leute benutzt. Leute benutzt. Wenn andere Sachen dieses coole NDI-Ding hatten, dann würde ich ja schon längst wieder umschwenken. Ich glaube, der Misch hat auch schon wieder angefangen, Discord zu nutzen. Naja. Ich glaube aber, ich habe da was gehört, dass irgend so ein Videodienst demnächst NDI anbieten. Ist auf jeden Fall ganz schick. So, Punkt 3. Vielleicht kommt sie gleich wieder. Ich habe keine Lust mehr, dieses blöde Skype, echt. Ja, also, was hattest du denn bei Punkt 2 unterirdisch? Hast du gesagt? Ja, dass da was unter uns los ist. Irgendwie auf mindestens dieses Brummen, dieses komische, dass das irgendwie alles von unter uns irgendwo herkommt. Wer weiß, was da alles ist. Ja, nicht nur die Parkgarage. Punkt 3 war der komische Hinweis, wo Eisernes Herz nicht richtig gecheckt hat, dass er einen Hinweis geben muss. Ja, tut mir leid. Da kam ja dieser Stern über dem Jagdschloss dann irgendwie noch hinten dran gepappt und ich so, okay. Da habe ich tatsächlich, irgendwie habe ich mir aufgeschrieben, Schicksal. Ist dieses Armband vielleicht ein Schlüsselöffner für das Schloss? Und die dritte Idee war dann auch schon die Krippe wegen dem Stern. Ne? Ja, Pyramid. Das war Tatsache auch meine Idee. Ich bin viel zu rational unterwegs. Ich war ein Komet, von dem die Astronomen halt nichts berichtet haben. Ja, die Sterndeutung. Einzelnes Herz? Ja, du warst ja der Hinweisgeber, ne? Du hast quasi es ja fast, ich dachte auch so von irgendwie der Stern, Weihnachten, Bethlehem. Du hast es quasi nicht schöner treffen können. Es war offensichtlich zu offensichtlich. Ja. Ririon? Ich kann dann meine Schrift nicht lesen. So. Kosmisches Zeichen für Okkultisten? Fragezeichen. Und Leopardin? Offensichtlich habt ihr alle keine Ahnung. Das ist eine ganz besondere Sternkonstellation, die an Weihnachten nur alle 930 Jahre auftaucht, die schon in alten Kulturen bekannt war und deswegen auch in diesem Armband verarbeitet wurde, was ja aus Afrika kam, wie ihr euch erinnert, nicht wahr? Und jetzt zeigt es uns das Kommen einer besonderen Persönlichkeit an.
Das haben wir alle gewusst, natürlich. Ja. Ja. Weil da war der Krippengedanke auch schon im Hinterkopf, ja. Natürlich. Ja. So, Punkt 4 war das, jetzt kann ich meine Schrift nicht mehr lesen, Symbol auf dem Handy, genau. Ja, da habe ich mir aufgeschrieben, soll wohl zum Jagdschloss führen. Ja, Feramin. Ja, dass ihr da irgendwer, wahrscheinlich dieser Dieb halt irgendwie das Handy gehackt hat oder irgendwie Schadsoftware aufgespielt hat. Weil ich meine, er hat ja das Handy geklaut gehabt und dann findet sie es wieder und dann flackert das so komisch. Mhm. Eisernes Herz. Ja, ich hätte Sache irgendwie auch dieses zielführender Hinweis. Ja. Es war halt so, ja, okay, beachte das Armband. Ja, Merion? Ja, ich habe es ja kreiert. Ich hatte halt einen ganz anderen Plan gehabt, der da nicht mehr funktioniert hat. Mhm. Ich wollte tatsächlich, dass das eine Einbildung von ihr ist, die durch das Armband ausgelöst wird und durch den Stern, dass sie jetzt überall diese Symbole sieht, egal wo sie hingeht. Das hätte auch zu Hause zum Beispiel sein können. Im Kamin sieht sie auf einmal das Symbol und sowas. So eine The Ring-Geschichte, ne? Das wäre auch ja, gut. Genau. Ich hatte auch kurz so was Ähnliches überlegt, ob sowas sein könnte, wie, also dass das quasi den Punkt markiert, wo man aus der Realität rausfällt. Ne? Hm. Das hatte ich auch kurz überlegt, aber habe dann gedacht, irgendwie, da kommt dann keiner von euch drauf, deswegen habe ich. Aber wahrscheinlich, siehst du mal, irgendwie hat auch in die ähnliche Richtung. Alle ein bisschen Rollenspiel geschädigt. Ja. Leopardin? Ich habe da stehen, ich brauche Glühwein. Also du als Leopardin oder als Biggie? Nee, als Biggie. Als Biggie. Das war doch alles sehr merkwürdig. Ich brauchte Glühwein. Ja. Der fünfte Hinweis war dieses grüne Schimmern. Und ich habe es mir einfach gemacht. Ich habe einfach, soll wohl zum Jagdschloss führen. Jeremy. Das war grünes Schimmern und Brummen, deshalb völlig klar, das ist ein Erdbeben. Aha, was hat grünes Schimmern mit Erdbeben zu tun? Es gibt, ja, ich unterstelle der Biggie, dass sie ein bisschen gebildet ist. Es gibt Berichte, dass kurz vor Erdbeben oder während Erdbeben Blitzerscheinungen am Himmel. Es gibt Videos davon, dass wirklich Erdbeben und es sind Blitze. Kein Mensch weiß, wie die entstehen, aber... Ja, Frau Doktor, wir haben es verstanden. Entschuldigung, das war etwas. Es brummt, grün, Erdbeben. Erdbeben. Ja. Ja. Warum nicht? Bildungsauftrag erfüllt für heute. Eisernes Herz. Ich musste gestehen, ich war ganz krass bei Fluch der Karibik gewesen. Da wird dieser grüne Schein beschrieben. Dieser Wechsel ins Totenreich. Ja. Und das war so mein erster Gedanke gewesen. Serien? Die Beschwörung beginnt. Ah, okay. Und Leopardin? Was ist da? Ja, ich hab's ja erfunden. Ich dachte, jetzt kommt er. Ich war ja noch bei meiner Sternkonstellation und dem großen Alten, der da irgendwie kommen will. Und der muss ja irgendwie mit ein bisschen Rabatz kommen. Ne? Ich dachte, jetzt hier so grün, flickern und Erdbebengeräusche, das passt. Da kommt einer. Ja. Der sechste Hinweis war der Hinweis auf die Geburt. Ja, das habe ich ja erfunden, habe gedacht, so jetzt geben wir dem Ganzen mal eine Struktur. Jetzt, wir machen Weihnachten jetzt mal fest hier, damit alle anderen auch wissen, wo ich hin will. Ohne zu wissen, dass ihr alle auch schon daran gedacht habt. Pyramiden. Das war ja das mit dieser Gestalt, ne, mit dem grünen Schimmern und dem Geweih und dem schiefen Grinsen. Das war so dieses, okay, eindeutig zu viel Glühwein gesoffen. Mhm. Das war süß, okay. Eisernes Herz. Ja, ich habe tatsächlich bei diesem, also die Geburt selber war ja der Hinweis. Und ich habe halt sofort die Heiligen Drei Könige und den Krampus. Und ich wusste nicht genau, worauf genau läuft es jetzt raus. Mhm. Das irgendwie noch versucht, so ein bisschen zu konsolidieren. Der Krampus, dass er irgendwie auftauchen. Das musste einfach sein. Rerio. Ja, ich habe da zwei Sachen stehen. Zum einen halt Geburt
kosmisches Wesen, Fragezeichen. Mhm. Und dann noch Übergang zur Feenwelt, Fragezeichen. Mhm. Ich war voll in meinem, da wird hier jetzt, da kommt jetzt was ganz Mächtiges und von mir aus in Babygestalt. Alles gut. Aber der kommt, um uns zu unterjochen, da zerricht dir, du. Ja, das siebte war diese lockende Bewegung. Mhm. Ja, ich habe mir da nur aufgeschrieben, jetzt komm doch endlich rein und lass es mal vorbei sein. Pyramid. Ja, das war die Intention dahinter, um eindeutig klar zu machen, du, und zwar nur du, deine Freundin nicht, du sollst hier rein. Weil ich hätte am Anfang sogar überlegt, also ich habe meine Idee war ja auch gewesen, diese drei Sterndeuter zu haben, also die Sterndeuter zu haben. Und dann hätte sie, als ihr dann gesagt habt, so, nee, sie muss draußen bleiben, ich so, okay, es ist gut. Eisernes Herz. Ja, die Auserwählte. Ganz klar. Shit, ich bin das Opfer. Ja, ich könnte es natürlich nie so poetisch formulieren wie Rerion, aber ich habe geschrieben, es will mich. Du Opfer. Du Opfer. Ja, und bei 8 hatten wir das Armband. Ja, da habe ich auch gar nichts mehr groß hingeschrieben. Jetzt ist Machine. Also, ja. Pyramid. Verzaubertes Armband, das sich das automatisch ins Handgelenk schließt. Ja. Völlig klar. Eisernes Herz? Ja, gefangen, kein Entkommen mehr. Kein Weg zurück. Auch und schön. Leopardin? Habe ich das Armband wirklich ausgesucht oder hat das Armband mich ausgesucht, dass wir jetzt hier dieses Schicksal offensichtlich mir zugewiesen hat? Ja. Ja, sehr poetisch. Ich finde, das ist gerade sehr, sehr erhellend, sich das gegenseitig vorzulesen, weil Rerion ja eben noch so voll behauptet hat, so wir machen uns alle was, alles gegenseitig kaputt und es ist alles total konfus. Und jetzt zu hören, dass wir eigentlich alle so im Prinzip in die gleiche Richtung gedacht haben, ist eigentlich sehr... Hat jeder auf seinem Weg, ja. Ist eigentlich sehr erheiternd, ja. Ja, schön. War mal was anderes. Ob das Spiel eine Zukunft als Stream hat, das wage ich zu bezweifeln. Für zwischendurch am Lagerfeuer oder am Tisch und wenn man mal irgendwie Bock hat, sich Gruselgeschichten zu erzählen mit Leuten, mit einer großen Gruppe, finde ich, das ist ein ganz nettes Teil. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe das ja, ich habe das Ganze ja gebackt, wie das in der fertigen Konstellation aussieht und was diese Zusatzkarten machen und wie das Ganze noch mal ein bisschen anders aufgezogen und vielleicht detaillierter und besser beschrieben wird noch, als das im Schnellstart. Theoretisch können wir uns ja dann, wenn die Sachen da sind, und dann können wir uns überlegen, ob wir sagen, wir probieren es noch mal mit der Gesamtversion. Ja. Als Vergleich zum Schnellstarter. Aber als Partyspiel finde ich das zum Beispiel mega, wenn du das zuerst machst quasi und danach dann, wenn du halt da schon ein bisschen vielleicht einen Kahn hast, dann John danach zu spielen, dann so... Wir wollen es so schön runterkommen, quasi so, wenn es halt wirklich sehr spannend war und man sehr richtig sein Hirn zermartert hat. Man könnte es auch sowas für sowas wie bei der Con so quasi als Lückenbüßer anbieten, dass man sagt, ich bring's mal mit, weil wenn dann irgendwie eine Runde ausfällt und die Leute traurig sind und eben nicht auf andere Runden verteilt werden können, weil die schon alle voll sind, dass man sagt, hey, wenn ihr Bock habt, ich habe Lovecraft-Tests dabei, weil man eben nichts vorbereiten muss, genauso wie bei John, man kann sich einfach, man sollte die Anzahl der Leute nicht zu groß machen, sonst... Dreistündige Lückenfüller. Sonst kommst du zu gar nichts mehr, aber wenn du jetzt sagst, du hast, wie gesagt, es ist eine Runde mit 5 Leuten ausgefallen oder 4 Leuten und du sagst, ich habe es dabei, wenn ihr Bock habt, dann sitzt man nicht rum. Ja. Ja, cool. Ich finde, genau da hat das seine Nische, das Spiel. Irgendwie als Casual-Horror-Game für zwischendurch, finde ich, hat das das auf jeden Fall für mich total Sinn und ich bereue das auf keinen Fall, dass ich das gebackt habe, jetzt wo ich es gespielt habe, auch wenn das vorher ein bisschen kritisch klang. Ja, sag ruhig. vor allem ist es halt, man kann es heißt ja Lovecraft-esque, aber man kann sich auch von Lovecraft lösen. Sowas zum Beispiel an einem Abend, wo du in der Halloween
Feier oder sowas machst, dann das auf das zum Beispiel bezogen zu machen, also einfach eine normale Gruselstory daraus zu ziehen, die halt auch nicht im Lovecraft irgendwie auch nur im Fernsten da angesiedelt ist, kann man das auch, denke ich, wunderbar nutzen, indem du halt einfach eine normale Gruselgeschichte spinnst. Und vielleicht wirklich für Leute, die sich vielleicht für Pen and Paper interessieren, aber für die das irgendwie zu abstrakt ist, die es nicht richtig greifen können, dass man eben, bevor man jetzt lang irgendwelche Regeln erklären muss, dass man sagt, so in die Richtung funktioniert das, dass man das mal spielen kann, wenn die Leute sagen, hey, ist klasse, dann kann man sagen, gut, danach können wir noch was anderes machen. Yeah. Ja, prima. So, ich nehme die Herausforderung von Feramin einfach mal an. Also wenn das Ding fertig ist und ich das Buch in der Hand habe, dann werde ich auf jeden Fall nochmal gucken, ob ich einen Slot finde für einen One-Shot, dass wir das Ganze nochmal in der vollständigen Version uns nochmal angucken. Mit dem ganzen Hintergrundwissen, was wir jetzt haben. Vielen, vielen Dank, dass ihr da draußen zugeguckt habt und dass ihr das mitgespielt habt. Danke an den Schmetterting Verlag, dass ihr das möglich macht, dass es das auch Ganze auf Deutsch gibt und dass ihr hier euch hier reingeschaltet habt und uns Tipps gegeben habt. Ich hoffe, wir haben es nicht zu viel verhunnepiepet und kaputt gemacht. Ja, guckt euch den Kickstarter an. Der Link, den verlinke ich euch aber in YouTube auch nochmal unten drunter. Und ja, vielen, vielen Dank und wir sehen uns, weil wir müssen jetzt alle ganz schnell pinkeln, habe ich gesehen. Deswegen verzichte ich auf den üblichen Kram mit auf Nerdpool verweisen und so. Ihr wisst das sowieso alles. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.